Okay. Gut. Also, erstmal alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Eigentlich sollten so um die 23 Anmeldungen sein. Habe ich zumindest hier auf dem Zettel stehen. Also, es sind 23 Anmeldungen, die sollten auch da sein. Aber denen wird es ungefähr so gehen wie im Thomas. Ich freue mich sehr, dass der Richard Graf uns heute etwas über das Agile Manifest berichten wird. Und bevor der Richard Graf sich selbst vorstellt und dann in die Runde geht, wo er uns das mitteilt, was er mitteilt, den Hinweis, er hat ein Buch herausgegeben, ein ziemlicher Wälzer, ist auch noch klein geschrieben oder klein gedruckt, die neue Entscheidungskultur. Also ich habe da schon angefangen reinzulesen. Kann ich sehr empfehlen. Auszüge von dem, was da drin steht, werden wir heute hören. Wir starten üblicherweise so, dass wir eine kurze Vorstellungsrunde machen, dass wir kurz sagen, in zwei, drei Sätzen, wo wir herkommen, was wir machen, was unser Thema ist. Ich werde mit dir anfangen, Dirk, und wenn das dann rum ist, dann übergeben wir an den Richard und dann teilen wir den Bildschirm und dann kann es losgehen. Dirk. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Dirk Rosenkranz, kann man ja lesen. Ich wohne oder komme aus dem schönen Schwarzwald in Offenburg und bin bei einem mittelständischen Fachhandelsunternehmen für Büro- und Objekteinrichtungen zugange und kümmere mich dort um die IT und um so ein bisschen das Thema Prozessgestaltung. Und über diese Schiene bin ich natürlich auch so auf das Thema Lean und auch über Projektmanagement-Themen zu dem Thema Agil gekommen. Okay, danke dir, Richard. Machst du vielleicht weiter? Ja, Richard Meyer-Südow aus Birkenau, das liegt in Südhessen im Odenwald. Odenwald grüßt Schwarzwald. Und ich bin über Kaizen und über Lean Management Toyota zum Thema gekommen. Habe das dann noch mit Teamcoaching und systemischem Coaching jetzt ergänzt und ich freue mich einfach über Prozesse, die irgendwo haken und kein Mensch weiß wo. Hat viel mit der Software zwischen den Ohren zu tun. Das ist so meine Lieblingsbaustellen. Okay, wunderbar. Danke, Richard. Erik, machst du weiter vielleicht? Hi. Erik Kalinowski aus Ulm. Ich bin bei Uhlmann Pax-Systeme im oberschwäbischen Laupheim. Deswegen bin ich Schwabe, auch wenn man es nicht raushört. Bin ja auch geboren, aufgewachsen, war aber viel unterwegs. Da verliert man irgendwann mal seinen Dialekt. Mache da eben sehr, sehr viel mit Lean Six Sigma. Bilden da wirklich auch Projektleiter aus. Wirklich in der Masse. Ich weiß nicht, wer Lean Around the Clock verfolgt hat, dieses Jahr einen Vortrag gehabt. Und was bei uns auch super spannend ist, wir haben jetzt als Maschinenbauer eine relativ große Entwicklungsabteilung auch für digitale Lösungen. Also da reden wir wirklich von 120 Personen, die da digitale Produkte entstehen lassen. Und die arbeiten natürlich nach dem agilen Mindset. Und das ist für mich super spannend. Also wir haben den Ansatz Lean Six Sigma, klassisch in der alten Welt, sage ich mal, und agil in der neuen Welt. Und meine Aufgabe ist es jetzt auch, sag mal, irgendwo zusammenzuführen, weil wir auch in der agilen Welt Black Belt-Projekte machen, um klassische Prozesse zu optimieren. Und das geht in den nächsten Monaten los mit den Kollegen da. Also für mich super spannend, wie das sich verschmelzen lässt. Also ich gehe Okay. davon aus, dass wir in 5 Jahren von agilem Lean Six Sigma sprechen. Früher haben wir Okay. das ja auch getrennt. Wir haben von Lean gesprochen, wir haben von Six Sigma gesprochen. Mittlerweile sprechen wir von der Kombination aus beiden. Oder von was ganz was anderem, Erik. Vielen Ja. Dank. Christoph, machst du weiter? Ja, also Christoph Sick, komme aus der Nähe von Regensburg, beschäftige mich schon seit über 10 Jahren mit Lean Management. Berührungspunkte hatte ich erst am Anfang bei Continental in Regensburg mit Lean Management und dann 2016 habe ich noch ein Studium Wertschöpfungsmanagement an der Hochschule Ansbach absolviert. Ja, und so bin ich immer mehr in die Lean-Schiene reingerutscht und seit Januar 2020 habe ich dann eben meine Unternehmensberatung Richtung Lean Management strategische Planung gegründet. Und muss ich sagen, ja, recht erfolgreich kann ich Firmen unterstützen bei Prozessverbesserungen, Kaizen-Themen und ja, dergleichen. Okay, wunderbar, Christoph, vielen Dank.
So, dann Lennart, du bist, glaube ich, zum ersten Mal bei uns, gell, in Mannheim. Ja, genau. Genau, mein Name ist Lennart. Ich bin ja letzten Sommer mit meinem Studium fertig geworden, dementsprechend relativ frisch Arbeitsalltag und aber jetzt in die Rolle des Industrial Engineers bei einem mittelständischen Unternehmen gerutscht. Und mich fasziniert dieses Lean-Thema schon ziemlich und deswegen versuche ich mir einen möglichst guten Background zu schaffen, um zu überlegen, wie kann man es denn auch wirklich nachhaltig einführen, dass es nicht nur einzelne Projekte sind. Und genau, da das mit Corona andersweitig ja relativ schwer ist derzeit, dachte ich, ich probiere mal diesen Stammtisch aus und schau mal, wie es hier so funktioniert. Wunderbar, vielen Dank, Lennart. Also schöner nicht, aber Corona lässt halt auch Lean-Stammtisch Mannheim zu, dass man aus Bayern, aus Schwaben, aus wo auch immer zukommt. Ne? Zur Ergänzung vielleicht, ich komme aus Niedersachsen, also vermutlich der nördlichste Vertreter hier gerade. Genau. Okay, vielen Dank, Lennart. Thomas, zwei Sätze. Verlangst du das Unmögliche? Okay, mache ich das. Du hast gesagt, zwei Sets, ganz einfach. Ich bin Agile Coach, bin in dem Thema Agilität seit über 10 Jahren unterwegs, ursprünglich aus der öffentlichen Verwaltung, seit 2 Jahren bei einem IT-Beratungshaus unterwegs. Okay, und ehemaliger Kulturamtsleiter. Ja. Ja, das ist ja immerhin was. Ne? Unter anderem Kulturamtsleiter. So, Ladies and Gentlemen, und nun schalten wir über der Roy Niva zu der Badische Annelien und Sodafabrik, also zu der BASF. Servus Helmut, grüß dich. Servus Jungs. Sorry, ich war jetzt etwas später, ihr könnt mich hören? Ja. Ah, perfekt. Ich denke, Ralf hat schon die Hälfte weggenommen sozusagen. Ich bin da bei der 4 Buchstaben, ursprünglich in Mannheim, geplant, in Ludwigshafen gebaut und jetzt seit 156 Jahre sozusagen in Ludwigshafen. Aber Schrank. Ja, genau, ihr habt was da davon. Bin da jetzt 26 Jahre und in der Thematik Lean, KVP, wie auch immer das Ganze genannt wird, seit 2003, so das erste Mal so ein bisschen geschnuppert, seit 2005 dann die ersten, Projektchen gemacht. Mittlerweile mache ich so eine Kombination aus Ideenmanagement und Lean. Wir sind gerade dabei, sozusagen die zwei zu verheiraten. Und da gibt es immer alle Hände voll zu tun. Und was ich jetzt noch mache, morgen beginne ich noch mein sozusagen Masterstudium. Nebenbei, man gönnt sich ja sonst nichts. Übrigens, so wie der Christoph in Ansbach, habe ich das Wertschöpfungsmanagement gemacht und mache jetzt nochmal kreatives Management auch nochmal in Ansbach. Mal gucken. Okay, wunderbar. So, und bevor wir final an Richard übergeben, nur für dich zur Info, Richard, ich habe Bildschirm freigeben für alle gemacht. Du kannst dann teilen, aber lass mich noch den Werbeblock schnell einleiten. Wir haben der nächste Lean-Stammtisch in Mannheim findet am 22. April statt. Zu Gast ist dann der Ulrich Hinsen zum Thema Auffahrunfall mit Fahrerflucht, Doppelpunkt, wenn Lean-Management und Aufbauorganisationen kollidieren. Sicherlich interessant. Und für alle die wirklich Lust haben, ein außergewöhnliches Event, das dann allerdings 53 Euro kostet, dran teilzunehmen. Wir haben die Marie Furukawa Kaspari. Am 30. April bei uns im Studio. Das wird so ablaufen, dass die Marie zu 4 Überschriften einen Impuls gibt von 20 Minuten. Wir schalten euch alle dann per Zoom zu. Ihr seid auch in einem neuen Setting dann mit im Studio und dann könnt ihr sozusagen vor dem Hintergrund des Impuls von den 15 bis 20 Minuten zu der jeweiligen Überschrift mit der Marie dann ins Gespräch gehen. So, das nur als der Werbeblock für den Fall, dass wir uns nicht mehr sehen. Lieber Richard, du hast ja einen viel beachteten Vortrag halten, auch auf dem Lean Around the Clock, wie der Erik auch.
Du hast bei uns zwei Beiträge veröffentlicht, die relativ lange sind. Und davor haben wir irgendwann mal telefoniert, ich würde sagen mindestens eine Stunde. Man kann merken, und ihr werdet das jetzt auch gleich merken, dass du für dein Thema brennst und dass du auch ehrlich bist, also dass du die Dinge aus deiner Sicht auf den Punkt nennst. Insofern herzlichen Dank, dass du da bist, und du hast jetzt roundabout 45 Minuten. Das Prinzip ist eigentlich so, dass wir dir lauschen und dann im Anschluss wir mit dir in die Diskussion gehen. So, dein Part ab jetzt. Wunderbar. Herzlichen Dank, Ralf, für die Einführung. Ich brauche da, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Die Sprache hört man. Ich komme aus Bayern, ich habe in Regensburg studiert, vor langer Zeit, 75, Mathematik. Das ehrlich stimmt tatsächlich, aber bei vielen Werten und Mindset haben wir ja schon gehört, drüber reden bringt nicht so viel, also gerade in den Unternehmen, es geht schon eher, sie zu leben. Um so einen Eindruck zu kriegen, also was ich sage, worüber ich spreche, und natürlich ist es gelebt und mit Leidenschaft, also ich brenne für dieses Thema, auch wenn manche Sachen sehr kritisch auch sind. Ich bin begeistert von agil, was immer das genau ist, also ich glaube nicht, dass wir hier versuchen sollten zu definieren. Und blicke jetzt auf gut 40 Jahre Berufstätigkeit zurück, also die wichtig sind bei meinen Aussagen. Handwerk, Gas und Wasser, dann Mathematik, also das war ein großer Change, würde ich sagen, der auch schwer gefallen ist. Dann sehr schnell IT, damals gab es noch keine, wie heißen die jetzt, Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker. Und damals schon Suchfragen, also sowas wie Google, Suchmaschinen, die hießen damals noch anders. Und dann Daten, Data Warehouse, Business Intelligence Analytics bis vor etwa 12 Jahren. Ich hatte ein eigenes Unternehmen gegründet, das auch als Vorstand geleitet. Also ich habe auch Führungserfahrung so in allen Ressorts, die es so gibt. Und einiges habe ich parallel gemacht. Und vor 2010 habe ich dann aufgehört, weil mich das interessiert hat, was, wie Richard sagte, das, was zwischen den Ohren ist. Es ist Software und Hardware. Das macht das Ganze so schwierig. Und es sind Prozesse da, die nicht so trivial sind. Und das Thema ist dann am Schluss Emotionsforschung geworden, wo ich an Universitäten arbeite. Ich bin Head of Decision Making jetzt in Köln. INECO-Institut, aber auch mit anderen Universitäten, schreibe sehr viel. Das Buch, das Ralf gezeigt hat, ist tatsächlich dick, 500 Seiten, ist ein Fachbuch im Hansa Verlag. Da habe ich 2 Jahre gearbeitet in Klausur. Das ist so die Zusammenfassung von sehr, sehr vielen. Und einiges werden wir hier auch besprechen. Es ist ein Nachschlagewerk zu den wesentlichen Dingen, die man sieht. Ja, mich hat die, wie soll man das sagen, Kooperation mit Ralf sehr angeregt. Und ich nehme ja so Themen einfach gerne raus, die mich bewegen. Zum Thema jetzt Lean, agil. Ich habe 200 Projekte verantwortet, also geleitet. Das größte waren 180 Millionen. Typische Größe waren so 4 Millionen und früher so 400.000. Also kleine bis dann ganz große. Und am Schluss Multi-Projekt-Managers, dann schafft man ja die ganze Zahl nicht. Und seit 2010 oder schon ein bisschen vorher habe ich dann Scrum kennengelernt und dachte, was ist das für ein Blödsinn? Und es hat mich sehr schnell überzeugt und ich mache nichts anderes mehr. Also als ich so mein Geld verdiene, ist Agile Transformation Coach. Also ich gehe in die Unternehmen rein und meistens gibt es schon was. Und ich habe auch so eine Idee, dass manches nicht zusammengeht. Ich weiß nicht, wer das war. Also wie weit man tradiert, Lean oder ich würde mal sagen, tradiertes Projekt vorgehen und Agilität zusammenbringt. Da werden wir heute drüber reden. Einiges geht nicht. Das ist unvereinbar. Das heißt, man muss was finden, was eine Hülle ist, was drüber geht. Das wäre so der Kern zu mir. Wir gehen agil vor. Ralf, da müsst man gucken. Ich habe
den Decision Maker dabei. Das heißt, eins der großen Probleme beim Thema Entscheidungen, Entscheidungsmanagement oder Decision Making Management, unabhängig von der Methode, unabhängig von den Prozessen, ist einfach Beteiligung. Und wenn wir heute Videoconferencing machen, haben wir so die Thematik, es spricht immer nur einer und das ist das größte Problem überhaupt, das Menschen geschaffen haben. Dadurch hat man sehr viele Effekte, die verhindern, dass man gute Sachen macht. Und hier gibt es ein Stück Software, das führe ich dann später ein. Das würde heißen, wir gehen agil vor, wir nehmen einzelne Themen, können dann auf eine bestimmte Art und Weise diskutieren, wo alle zu Wort kommen. Und dann gehen wir natürlich in das Klassische auch über, was du angekündigt hast. Agil heißt für mich auch, ich habe Themen mitgebracht und wir arbeiten dran und dann machen wir einfach Schluss und diskutieren. Also ich habe jetzt keinen Anspruch auch auf Vollständigkeit. Bei der Größe, die wir jetzt haben, können wir auch sehr, sehr detailliert in die Themen einsteigen. Okay, dann genug der Vorrede. Seht ihr den Bildschirm? Moment, ich habe gleich wieder den verkehrten. Ich habe hier Equipment mit zwei Rechnern stehen. So, nochmal. Hier müsste es sein. Gut. Lean Stammtisch, für mich ist es neu. Bin auch ganz gespannt jetzt, wie es abläuft. Und es ist alles eingeführt. Ich habe zwei Fragen mitgebracht, die ich klären will. Ist das agile Manifesto noch zeitgemäß? Und das zweite Thema wäre dann, ist die Situation wirklich besser geworden? Wir können nicht eingehen. Ich habe das Original ganz gerne genommen. Das erste, was man da oben sieht, sind so vier Sätze. Working Software over Comprehensive Documentation, also etwas, was man weniger will und etwas, was man mehr will. Werte sind es ganz bestimmt nicht. Weiter unten sehen wir die Herren, es sind 100% Männer. Das ist auch etwas, was so wenig diskutiert wird. Also so beim Wesentlichen fällt schon auf, okay, da ist etwas aus der Not geschehen. Also die, die lange dabei sind, ich glaube, da haben wir ja einige, ist die Situation so, dass die IT, also in den späten 70ern, wo ich angefangen habe, 80er, da waren wir die Götter in Weiß, würde ich sagen, Dinge, die vorher nicht möglich waren. Und ich würde sagen, so in den 90er Jahren, da wurden wir dann Kostenfaktor und zum echten Problem. Richard, ja. Ganz kurz. Ich kann es echt nicht lesen, aber wenn du bei dir auf Anzeigeeinstellungen gehst, bei PowerPoint, ja. Geh mal dort, nee, oben in der Mitte, links, da, ja, wenn du da drauf drückst, und das jetzt, nee, drehen, also vertauschen, das erste oben, ja, wenn du das mal klickst, dann müssten wir jetzt gleich besser sehen können, ja, genau. Ah, ich habe es so ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Du hast die Referentenansicht drin gehabt. Ja, also jetzt kann ich es gut lesen, kann auch besser folgen, danke. Also okay. Der Richard Vielen stellt Dank. Uns auch die Folien zur Verfügung, die kriegt ihr dann als Download mit dabei, ne? Auch das, also alles, auch das, was wir quasi diskutieren und mit Decision Making machen, wird immer automatisch zur Verfügung gestellt. Das wir ist zeichnen auch das auch auf, ne? Das hatte ich vergessen zu sagen, und stellen dann später nochmal zum Abruf das auf die Lean Stammtischseite. Okay, gut. Dann bin ich selber ein bisschen verwirrt. Aber ich werde es hinkriegen, weil ich muss mal gucken. Okay. Ist ja agil. Das ist was anderes gleich, Ralf. Okay, und dann gibt es die zweite, das Principle. Es sind 12 und die sind sehr spannend, was da drin steht. Also ich habe einfach mal ein paar highgeleitet. Ist egal, welche man rausgreift. Man merkt Redundanzen und ich glaube, alle, die Prozesse machen, Redundanzen machen was schwierig. Und das Erste ist so ganz klar, also die höchste Priorität ist ein zufriedener Kunde. Ich denke, das Team spielt auch eine Rolle. Oder wenn man später schaut, also was in Methoden umgesetzt wurde, dass man einfach in kleineren
Zeiteinheiten Software liefert. Das ist was Zentrales gewesen und ist auch umgesetzt worden. Dann gibt es den Punkt 10, also der war ganz spannend, also maximiere die Arbeit, die nicht getan wird. Die ist viel diskutiert worden, dahinter steckt einfach, mach keine unsinnige Arbeit. Schwieriges Thema und das ist im Prinzip der Priorisierungsprozess, der einfach nirgends klappt, wo ich hinkomme. Jetzt muss man dazu sagen, wo ich hinkomme, gibt es natürlich Probleme, weil sonst würde man mich ja nicht holen. Punkt 11 wäre so Selbstorganisation, das würde ich als These oder Hypothese nehmen, also dass quasi selbstorganisierte Teams bessere Architektur finden und so weiter. Auch so spannende Sachen. Also man merkt, wenn man an die Wurzel gehen und die sind ja jetzt 20 Jahre alt, da wurde schon einiges, wie gesagt, steif behauptet. Und 12 ist spannend und da sehe ich ebenfalls, also in den agilen Methoden, dass man regelmäßig quasi reflektiert, also nach hinten schaut und dann nur das nimmt, was man verbessern kann, nach vorne. Und gerade das heißt bei Scrum die Retrospektive, um sein Verhalten nachzujustieren. Und da gibt es sicherlich sehr viele Thematiken, die schwierig sind, aber es geht jetzt eher darum, ist es zeitgemäß, also passt es in die Zeit. Ich möchte Decision-Making-Management machen, also ein Stück Software. Die Software ist frei, die ist jetzt anonym und das ist was Wesentliches. Also egal, was wir sagen, ob manipulativ oder nicht, machen wir so Ankereffekte, also da passiert mit uns etwas. Und wir können alle gleichzeitig zu Wort kommen, wir können auch 100% Beteiligung erreichen, dokumentiert wird es und so weiter und erleben auch die entsprechenden Werte dazu. So, jetzt bin ich hier. Dazu solltet ihr auf einem Gerät, ihr könnt Smartphone nehmen, euren PC, was auch immer, den Decision Maker starten mit keylabs.com. Ich suche mal, wo bei Zoom der Chat ist und traut es kurz ein. keylabs.com. Und dann werdet ihr aufgefordert, ohne Identifikation, ohne alles, es werden keine Daten mitgeschnitten, an einem Decision-Making-Prozess teilzunehmen, damit ihr dann das Ergebnis auch seht, immer interaktiv, was ihr eingibt, damit jeder zu jedem Zeitpunkt die Information hat und die ID ist 264369. Auch im Chat zur Verfügung. Sorry, jetzt habe ich mit den Geräten ein bisschen Probleme. Wir machen mal Decision Making. Ich habe zwei Participants. Das ist die, ich kann es euch zeigen, also das ist die Konsole. Richard, wir sehen gerade aktuell gar nichts. Jetzt gar nichts. Genau. Oh ja, ja. Ich habe nur die PowerPoint beendet, damit wir. So, ich habe drei Participants, das heißt, drei haben sich eingeloggt. Stopp, das ist hier. 4, 5. Wir sind. Und geht es nur, wenn man eine E-Mail eingibt? Entschuldigung. Du musst join einen Decision-Making-Prozess. Wenn du eine E-Mail eingibst, dann würdest du dich registrieren als Administrator und kannst das tun, was ich hier tue. Also nur an einem Decision-Making-Prozess teilnehmen. So, und dann Rating geht so, dass ihr einfach klickt drauf und dann auf Submit-Rating euer Rating dann übertragt. 5 sind eingeloggt, 2 haben geratet. Wie wichtig ist das Thema Agile Way of Working? Ich habe das jetzt einfach als Begriff genommen für alles, was agile Methoden oder agile Arbeit sind. Also ich sehe hier nur das Get Started und wenn ich auf Get Started gehe, dann wird die E-Mail-Adresse abgefragt. Dann bist du, Moment. keylabs.com. Dann bist du in einem anderen.
du versuchst, Administrator zu werden. Ich habe jetzt echt ein kleines Problem mit den zwei Bildschirmen, sonst würde ich es leichter machen können. Das ist der Link, das heißt, wenn du hier auf Join Process gehst, dann kannst du nur hier eingeben. Und wenn du an E-Mail eingehst, dann bist du als Master, versuchst du dich zu registrieren oder sign in, das ist die verkehrte Stelle. Also Join. Also das Join zeigt er bei mir gar nicht an. Nee, bei mir auch nicht. Bei mir ist nur Get Started. Genau. Was ich auswählen kann. Get Started. Seht ihr diesen Schirm gar nicht? Nee. Nein. Welchen Link habt ihr oben? Schon auch den, ja. Ja, decisionmaker.kie.com, ja. Ja. Und Get Started. Also ich habe jetzt, ich arbeite täglich mit dem Link. Ich habe es auf dem Notebook gemacht und es klappt 1A. Ja, ich bin am Smartphone. Smartphone geht genauso. Ich nehme normalerweise Get Started. Er kriegt aber nicht diese Keyscala ausgegeben. Also yeah. Einer fehlt bisher. Machen wir einfach mal weiter. Es ist Vollständigkeit wäre jetzt ja dann nicht 100%, sondern kriegen wir hier noch 85%. Der letzte sollte noch, muss auch nicht. Also ich mache einfach mal Close Rating, damit ihr seht, wie es geht. Das heißt, wir haben jetzt von der Wichtigkeit dieses Themas haben wir eine 8, also im grünen Bereich. Man kann einfach sagen, das Thema ist wichtig. Das wäre so die Kernaussage dazu. Mhm. Das brauche ich für jegliche Form von Arbeit. Also es ist einmal so ganz trivial zu sagen, wenn ein Thema nicht wichtig ist, das wäre dann wieder da oben, dann arbeiten die Menschen nicht dran. Ich kann so ganz einfach sagen, kritische Projekte, wenn ich nicht hier im grünen Bereich bin, fange ich nicht mehr zum Arbeiten an. Weil ich davon ausgehen kann, dass irgendjemand boykottiert oder entsprechend vorgeht. Okay. Dann habe ich es jetzt wieder verdreht, oder ist es richtig? Ihr seht? Verdreht. Verdreht. Ich glaube, ich sollte den Bildschirm dann ausmachen. Perfekt. So? Ja. Ja. Wunderbar. Ihr steuert mich einfach ein bisschen. Das sind die aktuellen Zahlen. Die Standish Group, die macht seit 25 Jahren einfach Projektstatistiken über Erfolg, Misserfolg und die anderen natürlich auch. Ich habe einmal das linke hier, IBM und Forbes von 15 und 17, das sind jetzt ältere, weil das agile Transformationen sind. Hier scheitern 75%, kann man grob sagen. Spannender sind die von Standish Group, die sind von 2020. Die sagen so ganz schlicht, also das ist so eine Kernzahl, die jetzt seit 25 Jahren gleich ist. 50% der Projekte gehen nur teilweise ins Ziel. Die hießen früher partially failed. Seit es agile Projekte gibt, ist das schwierig, weil agile Projekte haben ja kein Budget, keinen klaren Scope und keine klare Qualität und keinen klaren Zeitrahmen. Deswegen ist es nicht mehr so klar zu spezifizieren. Trotzdem ist bei klassischen und agilen Projekten sind 50% schwierig oder halt scheitern teilweise. Failed bei Classic ist klar, das schwankt immer zwischen 25% und 30%. Und agil ist radikal runtergegangen die letzten 2 Jahre von etwa 20% auf 8%. Die Zahl ist mit Vorsicht zu genießen, weil um ein agiles Projekt zum Scheitern zu bringen, das ist fast unmöglich. Also ich würde sagen, an der Stelle ist er mal nach wie vor. Das bedeutet, dass wir nach wie vor so ungefähr die 70% bis 75% der Projekte haben, die echte Probleme verursachen. Das ist auch meine Erfahrung, kann ich ganz klar sagen. Auf der dieser guten Seite, also wie weit die Projekte gut ausgehen, haben wir sehr gute Nachricht. Also die 15% oder 16% bei den klassischen, die liegt in der Regel höher, also über die 25 Jahre, die war jetzt in 2020 besonders schlecht. Also bei 16%, aber die liegt so um die 20% immer, manchmal 25% und agil ist deutlich höher. Und das ist diskutabel, aber ist nicht der Kern jetzt dieses Stammtisch, dass man sagt, naja, okay, wie misst man denn eigentlich agile Vorhaben, den Erfolg von agilen Vorhaben? Weil ich habe ganz ein klares Kriterium, wann etwas gut ist oder wann etwas im Ziel ist.
Trotzdem schauen die Grafiken oder sagen wir die Statistiken so aus, als ob die Situation besser geworden wäre. Und das sollten wir dann prüfen. Also wir haben so zwei Startpunkte, ein relativ verwirrendes Dokument und eine Projektsituation, die nicht wesentlich besser geworden ist. Wenn wir das Agile Manifesto anschauen, das sagte ich schon, das sind keine Werte. Das hat zu viel Diskussionen geführt und ich glaube, die im Markt auch drin sind, es gibt sehr viele Coaches, die ohne Projekterfahrung coachen, also die kommen eher so aus dem Psychologischen oder es gibt sehr viele Modelle halt, wie Coaches arbeiten. Und das sind Werte und was dann Agile Mindset oder sowas wurde, ist ein Riesenhype und ist aber schwer zu greifen, was das ist. Beschreiben kann man es relativ gut, möchte ich aber nicht drauf eingehen. Spannender ist diese Geschichte hier. Also die sagen ja so ganz schlicht, also ein Thema, also das auf der rechten Seite hier, dann machen wir weniger davon, also Prozesse und Tools zum Beispiel. Und beim anderen machen wir mehr. Also wir gehen auf Menschen oder Interaktionen oder auf lauffähige Software. Das ist eine Ressourcenbegrenzung. Also man geht von aus, beides kann man nicht machen, also machen wir das eine mehr und das andere weniger. Und das ist eigentlich eine Rieseneinschränkung, die damals galt und die natürlich heute auch vorherrschend ist. Also ich bin ein Fan davon, Dinge zu machen, wo beides besser wird. Oder wo man einfach Ressourcen komplett einspart und dann Zeit hat, was Ordentliches zu machen. Also das wäre so ein ganz klarer Hinweis an der Stelle, wo es einfach echt schwierig ist. Wenn man die Themen anschaut, die spare ich jetzt mir, das sind einfach keine Werte. Wenn ich aber hinschaue, haben die Themen was miteinander zu tun? Also haben Prozesse und Werkzeuge was mit Menschen und Interaktionen zu tun? Ich würde sagen, primär nicht. Das heißt, es ist ein bisschen aus der alten Zeit, aber natürlich sagt man immer sehr gerne, naja, also wenn wir Zoom machen, haben wir andere Interaktion. Also da können wir jetzt nicht sagen, rauf oder runter, aber das gab es damals noch nicht. Das heißt also, der Versuch, weg von dieser Diskussion an Werkzeugen und so weiter, hin zu den Individuen und den Interaktionen, das ist eher geschuldet der damaligen Situation. Also heute haben wir ganz andere Möglichkeiten. Also da würde ich sagen, das hat wenig miteinander zu tun. Dann haben wir einen ganz großen Brocken, also diese umfassende Dokumentation. Also ich sehe ja bei älteren Semestern, das war früher ein Riesenthema und man hatte Werkverträge. Das heißt, man hat ganz andere Situationen gehabt. Also man war in der Lieferverpflichtung. Und bis hin, dass das Unternehmen, also bei mir und bei anderen natürlich auch, also zur Disposition stand, wenn du es nicht geschafft hast. Und auf der anderen Seite steht funktionierende Software. Also auch die beiden Themen, die haben was mit zu tun. Also wenn ich ordentlich dokumentiere und da weniger mache oder mehr mache, also haben wir durchaus eine Beziehung zueinander, aber nicht wirklich. Wenn man dann Vertragsverhandlungen und Zusammenarbeit, das ist so eher dieses softe Thema, aber das ist, gilt dasselbe. Also wenn ich keine ordentlichen Verträge habe, dann kriege ich meine Software nie abgenommen. Also das Thema kennt jeder, der Werkverträge gemacht hat. Also auch hier haben wir eine Situation, wo es halt beide Themen sind eigentlich spannend. Und das Letzte, also das ist hauptsächlich dann, wo die agilen Methoden herauskamen, also das Befolgen eines Planes. Ich sage, wird weniger gewertet als auf das Reagieren auf Veränderungen. Das ist natürlich schon richtig, wenn ich sage, die Projekte dauern so lang, die waren so groß. Das heißt, wenn es fertig wurde, wusste man schon nicht mehr, was man wollte. Das ist ein vernünftiger Ansatz gewesen. Aber auch hier gilt es beide. Also ich würde sehr diszipliniert arbeiten und ich bin jetzt großer Fan von Scrum. Und Scrum ist die disziplinierteste, ich sage, Methode, die ich überhaupt kennengelernt habe. Und ist aber in der Lage, auf Veränderungen zu reagieren. Das heißt, da geht beides zusammen. Also das wäre so eins, meine These und vor allen Dingen meine Projekterfahrung an der Stelle sagt so ganz klar, beide Seiten wurden nicht gut gemacht. Und man hat eher so aus der Notsituation in eine Richtung gezeigt und hat sich was entwickelt und den Preis müssen wir natürlich jetzt heute schmerzhaft bezahlen. Diese Umfrage, die ich selber gemacht habe, das waren ungefähr so 200 Leute bei Objekt OO, irgendeiner große Veranstaltung in München. Und ich habe sie einfach gefragt, wie schaut denn euer Doku aus? Wie umfassend ist sie, damit ihr eine Chance habt, eine gute Software zu machen? Also die Güte nenne ich das, der Stories, also ist sie zu wenig, dann kann ich es nicht abliefern. Ist es zu umfangreich, dann tue ich mich zu schwer und schwierig und damit ist angemessen.
Und da kam halt raus, und das war sehr, sehr überraschend, also dass ein Großteil, also 90% der Stories nicht gut genug dokumentiert war. Das ist auch so meine Erfahrung. Das heißt, so den individuellen Schnappschuss, den ich habe, das ist nicht sehr viel besser geworden. So, dann schauen wir zu Prozesse und Werkzeuge. Die zweite Frage, die ich gestellt habe, ist, wie gut wird denn die Prozesstreue gelebt? Also wenn ich reingehe in Transformations- oder Coaching-Prozesse zur Agilität, also ich mache fast ausschließlich Scrum, muss ich, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, da gibt es einfach zu lax. Die machen einfach bestimmte Sachen nicht, sehr viele. Und dann gibt es aber die hier drüben, die nehmen zu, in großen Unternehmen, auch in jungen. Also ich finde kein Muster. Das ist zu starr. Also die diskutieren dann wirklich. Also ob der Scrum Guide, der kam jetzt wieder neu raus vor ein paar Wochen, ob jetzt die Priorisierung der PO jetzt machen darf, machen muss oder ob man die gemeinsam machen kann und so weiter. Und sobald eine Diskussion beginnt, kommt einer, aber da und da steht das und das. Die kommen gar nicht mehr zum Arbeiten. Also das heißt, wir haben so zwei Polaritäten. Also wir haben nicht entweder oder, sondern da ist es schlecht und da ist es schlecht. Und in der Mitte passt es. Und natürlich habe ich viele Teams gesehen und ich arbeite zurzeit in dreien mit unterschiedlichen Rollen, wo das wunderbar ist. Also diese Annahmen, also die bezweifle ich und die Realität schaut auch, würde ich sagen, ein bisschen anders aus. Wenn man die beiden zusammennimmt, also ich kriege keine zu viel oder zu wenig, zu spezifisch, unspezifisch an Stories, also das, was ich machen soll, und einen nicht ordentlichen Prozess, da ist kein Wunder, dass die Prozessergebnisse dann auch schwierig sind. So, da würde ich jetzt gern eure Erfahrung gerne sehen, wie es bei euch ausschaut. Das haben wir in der Vorstellung gemacht. Ich würde mal einfach sagen, wie gut laufen deine Vorhaben? Also versuchen wir mal das, was ich jetzt als Statistik vorgelegt habe, und das mache ich immer, die eigenen Erfahrungswerte. Wie seht ihr das? Im Agilen, ich sage gerne Vorhaben, wenn ich in so ganz streng agile Umgebungen komme, dann, wenn man Projekt schaut, ist man schon nicht mehr agil, bei Vorhaben geht es so und so weiter. Schätzt nochmal eins, ich rate nicht mit, weil sonst beeinflusse ich euch mit meinem Rating. Ich habe zwei, die geratet haben, macht einfach so aus dem Bauch raus. Also welches Projekt läuft wie geschnitten Brot? Das wäre sowas von 8 bis 10, 6 bis 7, viel Nachjustierung, Nachschulung, Scope runter, Qualität runter, Nachschulungen, viel Verhandlungen, kennt ihr alle. Und weniger gut sind echt die, wo man was tun muss, damit man die Projekte wirklich ins Ziel kriegt. Die Beteiligung steigt, wir sind bei 4, 5. Vielleicht noch ein oder zwei. Und ich weiß nicht, wer entsprechend antwortet. Okay, soll einmal gut sein. Wir sehen, wir sind bei der 7, also die laufen nicht so gut in der Summe. Wir haben hier 3, die gut sind, und wir haben 2, die hier gut sind, die halt Probleme haben, also wirklich echte Probleme und wo man halt stark nachjustieren muss. Also auch wenn wir eine kleine Zielgruppe sind, die Erfahrungen sind ein bisschen besser. Das ist dann auch so, wenn man diese, ich sag bei Umfragen, Thematiken heißen, das ist so ein ganz typisches Ergebnis. Aber man könnte schon sagen, wir sind im selben Umfeld. Gut, dann würde ich gern hinschauen. Wie angemessen sind Prozesse und Tools und die Diskussion darüber in der Umgebung, in der du bist? Bitte macht wieder euer Rating. Okay, wir haben so gut die Hälfte. Ihr seht wieder von 5 bis 9 Tendenz. Also wir sind noch nicht im grünen Bereich. Und jetzt schauen wir uns das zweite an. Hat das was miteinander zu tun bei euch?
hier. Ich habe jetzt die agilen Begriffe genommen. Also wie angemessen sind Zeremonien, Meetings, Events, wie immer er das nennt. Und ich habe das mit Ralf auch schon diskutiert. Wie angemessen ist der Umgang mit den Menschen? Wir haben einen Teilnehmer dazugekriegt. Sehr schön, wir haben eine höhere Beteiligung jetzt bei 60%. Ich schließe mal, damit wir so einen ersten kriegen. Jetzt wird die, es geht schon ziemlich weit auseinander, ja. Also zwischen 5 und 9. Und es ist immer noch nicht so ganz gut genug. Was wir aber sehen, also der Versuch, auch wenn wir eine kleine Zielgruppe sind, gerade das Thema anzugehen, mehr Fokus darauf zu legen, ist nicht gegeben. Also die linke Seite ist nicht besonders gut und die rechte Seite auch nicht. Also die Hypothese, die ich genannt habe, stimmt zumindest bei unserer Zielgruppe. Schauen wir uns noch zwei an. Das ist das A und O. Das heißt, wie gut sind einfach die Artefakte beschrieben, also die Stories oder Epics, damit ordentlich gearbeitet werden kann. Sonst kann ich gar nicht. Also das wäre so das Wesentliche. Da hieß es ja einfach weniger davon, wie schaut es da aus? Also dass einfach die Menschen eine Chance haben, es gut zu machen, dass der Schritt im Prozess vorher gut genug beschrieben ist. Wir sind wieder bei 4. Ja, also ich kann die Frage nicht beantworten, weil... Gut. Ist in Ordnung. Damit ja nicht arbeite. Ja. Ja, wunderbar. Und da sind wir bei 6, also die Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Also ihr kriegt schon ungefähr mit, auch bei der kleinen Zielgruppe, es scheint so zu sein, wie die Hypothese, die ich geäußert habe. Muss ich wieder wechseln? So. Ja, du, genau, jetzt bist du drin wieder. Ja, also das, was ich vorausgesagt habe, trifft bei uns zu. Also diese Idee im Manifesto, dass man quasi etwas weniger tut, was man damals glaubte, was nicht so wichtig wäre und etwas anderes tut und dadurch mehr tut, hat sich nicht so signifikant verschoben, wie man es vielleicht annahm. Wenn man nun hingeht, und jetzt sind wir im Kernbereich, also von euch auch, was ich in der Vorstellungsrunde gehört habe, ohne dass man groß drauf eingeht. Also ich habe die einfach durchnummeriert und habe einfach geschaut, okay, Prinzip Nummer 1 geht aufs Ergebnis, Prinzip Nummer 2 geht auf den Prozess, Nummer 3 auf den Prozess, Nummer 4 auf den Prozess, Nummer 5 auf Prozess und Menschen, Nummer 6 auf den Prozess, Nummer 7 aufs Ergebnis. Also man sieht anhand der Farben, wie man ganz tollen blauen Überhang. Und der Mensch kommt eigentlich wenig vor. Das heißt, wenn ich das jetzt so verorte auf die Skala, wie ich es gerade gezeigt habe, damit wir kommunikationsfähig sind, das ist jetzt mein Eindruck, das kann man schon anders werten. Aber so ganz grob gesehen, das Manifesto legt sehr viel Wert aufs Prozessergebnis, also laufende Software. Und wenig und sehr viel noch mehr auf den Prozess. Und wenig auf Menschen. Also das kann man so aus diesem Dokument herausziehen. Da habe ich auch so eine leichte Tendenz, wo ich sage, naja, wenn das Ergebnis gut ist, und jetzt würde ich wieder zyklisch denken, also nicht entweder oder, also mehr davon, weniger davon, wenn das Ergebnis gut ist, also ein Projekt erfolgreich ist und alle, die Projekte gemacht haben, macht dann wissen, was das bedeutet, dann freuen sich die Menschen und dann geht es ihnen auch gut. Also das hat eine Wechselbeziehung miteinander. Und das ist das Wesentliche dann auch, also in meiner Forschungsdisziplin, ist halt, was im Gehirn abläuft. Wir haben natürlich zyklische Prozesse und die sind wesentliche und die schwingen auf und die schwingen ab. Das heißt, da bräuchte man eigentlich einen Ansatz, der schon, also man sieht es ja auch immer wieder bei den Agilen, dass man in Prozessen denkt, aber man müsste mehr über diese Prozessqualität und die Art und Weise der Prozesse diskutieren. So, wenn wir nun die Wertschöpfungskette anschauen,
Dann ging man eher davon aus, der Theorie, dass halt wirklich von der Ideation, ich habe ja gehört, also wir sind wirklich auch von Ideation über Requirement, Epic Story, das sind jetzt eher Scrum-Begriffe, also irgendwas, was ich will. Also hier habe ich eine gesetzliche Vorgabe oder etwas, wo ich mich vom Wettbewerb absetzen muss und dann geht es halt reihum. Und dann kommt man irgendwo zu etwas, was abgenommen oder sagen wir spezifiziert ist, was man mit anfassen kann, was eine Qualität haben muss. Und dann gibt es diesen Task und dann baut halt das Umsetzungsteam. Da gibt es ein Stück Software und dann wird da drüben wieder geschaut, ob es passt. Und ich habe, glaube ich, auch von Ralf, von dir gehört so am Anfang, die Aufbauorganisation und Ablauforganisation, also so wie es früher hieß, die passen nicht zusammen. Weil hier haben wir nämlich Grenzen. Business, ein Übergang, der ist jetzt bei Scrum relativ gut, weil es dann zwei Rollen gibt und dann die Umsetzung ist ziemlich getrennt mit anderen Methoden. Das heißt, die Wirklichkeit schaut ganz anders aus. Und zwar ganz anders. Wobei das ja nur wir Deutsche machen, oder? Also im Angelsächsischen gibt es ja diese Trennung gar nicht so sehr, oder? Meine Erfahrung ist jetzt, wo ich gerade mit Zoom zu tun habe, gibt es sehr stark. Also es ist sehr stark. Ich denke, dass wir im Angelsächsischen oder auch in Deutschland hier also sehr akribisch sind und die Grenzen manchmal durchaus höher sind. Aber wir müssen, also in den USA, ich habe ein Startup in Silicon Valley, die haben sehr viel Command und Control. Also da würde ich schon sagen, das ist jetzt weniger Organisation, sondern eher Prozess wieder, also Führung. Aber natürlich setzt die voraus, dass es Verantwortungsbereiche gibt, wo ich Command und Control mache. Also wäre spannend, Ralf, aber... Ich meine die Begriffe Ablauforganisation und Aufbauorganisation. Die habe ich nur erwähnt, weil ich sie heute von euch gehört habe. Okay. Ich hab die jetzt garantiert 15 Jahre nicht mehr oder 10 Jahre nicht mehr verwendet. Genau. Ja, das ist richtig, Ralf. Ja, natürlich, Entschuldigung. Also, ja. Hier seht ihr ein Projekt, das so exemplarisch zeigt, wie es so abläuft in den Unternehmen. Ein relativ großes Unternehmen und da hat man mich geholt. So ganz schlicht, weil hier oben beim Review heißt es, bei Scrum, also als die Software gezeigt wurde, war die Qualität nur 6. Und eine Qualität von 6 ist so das Schlimmste, was es gibt. Weil wenn es 5 wäre, würde man es wegschmeißen und wenn es 7 wäre, könnte man es gut verbessern. Also das ist eine blöde Situation. Ja? Also 5 ist auch blöde oder 2, weil man natürlich das Ziel verfehlt hat. Aber für einen distanzierten Blick jetzt, für das Fortschreiten, das ist eine ziemlich unangenehme Situation. Das mache ich mit Shadowing, da setze ich mich rein und schaue einfach dann auch Dokumente und alles an und dann mache kurze Interviews, so ungefähr, wie ihr es gerade gesehen habt. Und das ist natürlich komisch, ja? Und dann gehe ich einfach diese Prozesskette durch, so ganz trivial, ja? Und ging ins Umsetzungsteam, ich habe die anderen Sachen rausgelassen, die nennen die Tasks oder Subtasks, die waren hochautomatisiert mit Jira und Scrum, also und dann Scrum at Scale, also das war seit 10 Jahren agil, also das war wie eine Fertigungsmaschine. Und da hatten die eine Qualität von 8. Also die wussten ganz genau, was sie tun und hatten auch Software, die funktionierte. Und das ist natürlich schon komisch, also dass man mit 8 dann plötzlich so weit abfällt. Und dann gehe ich halt die Story nach hinten. Also ich bin dann in den Fachbereich und habe den Product Backlog angeschaut. Also einfach, was steht da drin? Und er war bei 3. Es ist schockierend für mich. Und vor allen Dingen ist fraglich, wie kriegen die Anforderungen, die im Product Backlog stehen, auf 8? Das heißt, dieser Entwicklerteam, das war sehr erfahrene Leute. Also die konnten aus Zetteln oder so mal aus einfachen Listen was erstellen. Und noch mehr, die hatten so gewisse Missbrauchsfunktionen, die ich öfter sehe in den Unternehmen. Dort gab es etwas, ich weiß den Namen nicht mehr, wo der Entwickler in den Fachbereich ging und die Arbeit für den Fachbereich gemacht hat, damit, ich sage, diese Qualität entsteht. Die Folge davon war natürlich, dass 3 Entwickler gekündigt haben. Welcher Entwickler will im Fachbereich quasi Prozesse schreiben oder Anforderungen schreiben? Der Rest der Story könnt ihr euch vorstellen. Also ganz vorne, wo die Ideation war, waren wir bei 2. Also das ist so die Problematik, die wir eigentlich haben. Unser agile Manifesto halt hier hinging, in die Umsetzung und wir aber die Probleme weiter vorne haben. Und das ist jetzt ein Kunde gewesen, mit dem wir gut arbeiten konnten. Das heißt, wir haben hier einen agilen Prozess eingeführt, Business Requirement Prozess mit diesen Decision-Making-Bausteinen und das hat 6 Monate gedauert und dann war das Problem so einigermaßen gefixt.
Und die Situation haben wir sehr, sehr häufig. Und je größer die Projekte werden, desto größer wird die Problematik hier. Okay. Ich glaube, ich frage jetzt nicht. Also ich könnte jetzt euch wieder fragen, wie seht ihr das? Obwohl ihr macht Prozesse doch. Nehmt wieder einen Decision Maker, wir gucken kurz rein. Machen wir die Stories. Also ersetzt einmal Stories durch Requirement oder alles, was irgendwie also formale Beschreibung hat. Wie gut ist die? Also ist sie zu wenig? Oder ist sie zu viel? Oder ist sie angemessen? Bitte macht euer Rating jetzt. Eine noch, dass wir so die Hälfte kriegen. Okay, kriegen wir nicht. Also Tendenz ganz stark nach links, zu wenig. Deckt sich mit meiner Erfahrung eindeutig. Und dann schauen wir uns die Prozesstreue an. Bitte macht euer Rating. Also wie ist die Prozesstreue? Ist sie zu lax? Also Dinge werden einfach nicht gemacht, werden nicht ordentlich gemacht und der Prozessnachfolger hat es auszubaden. Interaktionen zu viel, hin und her geschiebe oder zu streng. Du musst das so machen, also diese eher Theorie-Diskussionen. Die vier kristallisieren sich wieder raus. Ich warte noch 10 Sekunden. Vielleicht kriegen wir noch einen dazu. Okay. Aber auch die Tendenz hier rüben, also die Prozesstreue übertreiben, haben wir nicht. Also auch einen relativ schwachen Wert. Also das heißt, das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, in den Studien deckt sich durchaus mit euren Erfahrungen in dieser kleinen Zielgruppe. So, gehen wir einfach weiter. Dieses agile Manifest hat uns eine Reihe von Brennpunkten geliefert. Ich schaue jetzt einmal hin mit der Zeit, wo wir eher hingucken. Also die Brennpunkte ist dieser Mindset, wie ich gesagt habe, will ich nicht drauf eingehen, das geht mir zu weit, obwohl es meine Kerndisziplin der Forschung ist. Wir haben diese Problematik der Güte von einfach Prozessschritten und wir haben die Menschen hier unten. Das heißt, man hat diese Mauer dazwischen, wo man hier völlig anders arbeitet, einen völlig anderen Umgang miteinander hat. Und hier im Fachbereich hat man halt zusätzlich geschaffen. Die gab es früher auch, aber mit anderen Formen. Also das sind so einfach die Brennpunkte, wo es in jedem Projekt immer wieder Probleme gibt. Das heißt, wir müssen hergehen und hier, und das ist jetzt eher so ein Lösungsding, wir müssen zwischen den Bereichen einfach Übergänge schaffen, wenn es gut ausgehen soll. Also das ist einfach nicht gelöst worden. Die Idee hier, dass zwei Menschen miteinander sprechen, das ist zum Teil relativ schwierig geworden, weil die müssen sich, also der hier, der ist ja der Ärmste oder die, die muss im Fachbereich irgendwie auf die Reihe kriegen. Hier haben wir keine agilen Methoden in der Regel, auch wenig Werkzeuge, also wo wir den Fluss hier rüber kriegen. Hier rüber klappt es ganz gut, also das ist so die generelle Erfahrung, die ich mache, also das auch in den Veröffentlichungen. Und zwischendrin können die oft, aber die Power reicht nicht aus, um das durchzugehen. Also das hat man neu geschaffen. Das heißt, was man hier oben braucht, und das ist eigentlich das Wesentliche hier, die Priorisierung, die muss hier halt gemacht werden und die wird natürlich hier auch gemacht im Sprint. Also im Planning wird natürlich festgelegt, welche Stories gemacht werden. Und die Commitments, also das werden wir später sehen bei den Ursachen, da hat sich gar nichts geändert. Also die Problembereiche hier sind nach wie vor dieselben. Und dann gibt es Dinge, die einfach unvereinbar sind. Die passen nicht zusammen. Also ein Wasserfall, wo ich sage, ich habe einen Plan, den ich in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Umfang mache.
Und eine agile Methode, die sagt, ich gebe diesen Plan komplett auf, das passt einfach nicht zusammen. Die Hoffnung, die hier gegeben wird, nämlich wenn du es so zerlegst, in einem Backlog tust, also die, quasi den Plan aufgibst, in der Hoffnung, dass du schneller und besser fertig wirst, daran glaube ich und das erlebe ich. Aber das müsste durchdrungen werden. Also ist mir für diesen Stammtisch ein bisschen zu viel. Aber da gibt es etwas, was nie zusammengehen wird. Viel stärker ist es hier. Die tradierte Führung und die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das passt nie zusammen. Agile Teams wollen keinen Führer. Und die brauchen auch keinen, weil sie agil zusammenarbeiten. Also das heißt, agile Führung an sich, also da könnte ich, das ist Unsinn, das passt nicht, das wird auch nie passen. Und entsprechend ist natürlich jetzt die Gemütslage und die Veröffentlichungslage, also man braucht nicht ins Netz gehen und die Forschungen, also jede Universität tut da was an der Stelle, das wird nicht zusammenpassen, ob das Servant Leader heißt oder wie immer man das nennen wird. Da geht was nicht zusammen. Wenn wir uns das anschauen, dann ist die Situation unverändert und auch die Forschungslage ist so radikal klar. Also es gibt einfach sowas wie autoritäre Entscheidungen. Der Name ist ein bisschen in Verruch gekommen, aber es ist einfach, die Führungskraft entscheidet und die anderen tun, was der Chef ansagt oder der Projektleiter. Da gibt es zwei Ausprägungen im Groben dazu. Die autoritäre selbst, also das ist einfach Command und Control. Und dann gibt es die Partizipative, die hat sich so die letzten 20 Jahre eingeschlichen, würde ich sagen. Das heißt, der autoritäre Führer, dieses Wort ist in Deutschland schwierig, aber ich würde es einfach mal aussprechen. Der befragt, also der beteiligt, der partizipiert oder lässt partizipieren. Also er bestimmt, wer teilnimmt, ob das extern, intern ist, ob das Experten sind und so weiter und nimmt das mit rein. Aber das Partizipative ist im Kern nach wie vor autoritär. Weil sie oder er bestimmt. Und zusätzlich gilt natürlich, wenn er jetzt jemand holt und der sagt links rum und er entscheidet rechts rum, dann hat er echtes Problem. Weil er jemanden gefragt hat und dann muss er ihn überstimmen. Das heißt, hier werden Entscheidungen langsamer und so weiter. Und was natürlich auch schwierig ist, die nicht gefragt wurden. Und zusätzlich haben wir die Situation, dass sie nicht getragen werden. Das heißt, wenn jemand sagt, die beste Entscheidung als autoritärer Führer, da heißt es noch lange nicht, dass sie umgesetzt wird. Und die Antwort heißt, ich wurde nicht beteiligt. Also hier mal ein Riesenumfeld, aber im Wesentlichen sind die nicht ausgerichtet. Auch wenn die autoritäre Entscheidung schnell ist, klar ist, also hat viele Vorteile. Und nicht umsonst haben wir politische Gemengelage, wo man wieder tendenziell dahin geht. Die Zahlen dazu im tradierten Bereich sind einfach erschreckend. Also 71% der Meetings werden als ineffizient bezeichnet. Da kommt einfach ganz wenig raus in der Zwischenzeit. Ich habe da genug erlebt, also da ist vielleicht die Zeit zu schade. Ich sehe, dass ihr auch alle erfahren seid. Die Zahlen, also die mich am meisten beeindruckt von Bain und Company 2019, 20% des gesamten Bruttosozialproduktes geht aufgrund von minderen Entscheidungen über den Jordan. Und wenn man so hinschaut heute auch, also einfach wie die Sachen organisiert werden, ist die Zahl sicherlich nicht so hoch gegriffen. Also das heißt, hier mal Situation, das klappt einfach nicht mehr so gut. Gehen wir zu den Teamentscheidungen, was wir klassisch heute haben. Es gibt viele Varianten dazu. Aber im Kern haben wir sowas wie eine Konsensentscheidung, die schließe ich sofort aus dem Unternehmerischen. Konsens dauert so lange, und du einigst dich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und dann machst du an außen irgendwas drumherum. Also Konsens kann man einfach wegtun. Die Mehrheitsentscheidung, also die wir auch politisch haben, die hat auch ein Riesenproblem. Wenn die Mehrheiten zusammenrutschen, also nimm Brexit oder bestimmte Wahlen oder Regierungsbildung in Italien oder egal was es ist, also es geht nicht um den Inhalt, es geht nur um die Entscheidung selbst. Heißt ja immer, die Minorität, also die gegen die Mehrheitsentscheidung ist, für die ist das einfach eine autoritär vorgegebene Entscheidung. Das heißt, mit der Mehrheitsentscheidung haben wir ein echtes, dickes Problem. Und die funktioniert auch nicht. Also ich kann ganz klar sagen, Mehrheitsentscheidung passt nicht, also macht jeder irgendetwas, was ein bisschen besser wird. Das heißt, auf der Entscheidungsebene haben wir mit der Agilität und dem agilen Manifesto echt was geerbt.
Und wenn man die jungen Leute anschaut, einen haben wir dabei, ich glaube Lennart, es ist zum Teil furchtbar, was da geschieht in den Unternehmen. Und wir haben dieselben Effekte in den Teams. So, was wir brauchen ist, und natürlich bin ich jemand aus dem Handwerk, der nicht nur sagt, ja, da passt was nicht, da passt was nicht, da passt was nicht, das ist inkonsistent, sondern eine Lösung einfach anzubieten. Wir brauchen etwas, was einfach die Geschwindigkeit, die Klarheit hier nimmt aus den, ich sag, autoritären Entscheidungen und natürlich die Beteiligung und die Kompetenzen vor allen Dingen aus den Teamentscheidungen, die ordentlich zusammenführt. Also das wäre das Plädoyer und auch die Anforderung und das ist auch der Kern meines Buches, also wo das alles aufgearbeitet ist, von der Neuroarchitektur her, wie wir entscheiden, hin dann auch zu Prozessen, wie wir das machen können. Und da ist natürlich dann die Angst unterwegs für die autoritären Entscheider, die jetzt Verantwortung, Kommando und Kontrolle haben. Was machen die? Also hier ist so die Entwicklung, das ist eher so diese psychologische oder Sicht, die da heißt, heroisch hieß es früher, also das war rein autoritär, postheroisch, da hat man leicht also begonnen, etwas weicher umzugehen, partizipativ, also das ist die Zeit, die wir jetzt haben und dann kommt vielleicht demokratisch. Also das ist einfach dieselbe Geschichte. Das heißt, wenn ich Decision-Making mache, also sowas, wie man gerade schon gesehen hat, wo man anonym etwas machen kann, Beteiligung auf 100% bringen kann, dann kann ich autoritär genauso tradiert so führen. Ich kann ja einfach sagen, okay, wenn ich weiß, ich sage, dass 70% dagegen sind, ich ja aus bestimmten Gründen es machen muss, dann weiß ich, dass der Widerstand groß ist. Wenn ich weiß, es sind nur 30%, kann ich ganz anders agieren. Das heißt, auch die tradierte Führung kann das machen. Hier haben wir so ganz spezielle Dinge, möchte ich nicht drauf eingehen, und auf der agilen Zusammenarbeit, naja, da ist es am besten geeignet. Also da kann ich sofort auf Augenhöhe entscheiden. Das heißt, wir haben schon Lösungen, die im agilen Manifesto einfach nicht vorgesehen ist. Das ist jetzt ein kleiner Werbeblock, aber damit ein Verständnis da ist. Ich möchte einfach nur zeigen, wenn ich entscheiden will, brauche ich sowas wie eine Bewertung. Ich muss irgendwas haben, wo wir gemeinsam wissen, was ist denn gut, um dann abzuleiten, welche Maßnahmen. Wir brauchen sowas wie die Intuition, wir brauchen eine Ressourcenorientierung, also nicht hergehen, wo ist das Problem, in die Lösung. Dann brauchen wir Qualität, dann brauchen wir diese Priorisierung, was tun wir nicht. Und dann brauchen wir sowas wie ein Commitment, also nicht als Zustimmung, sondern wie kriege ich das hin, was muss da rein, damit dann etwas rauskommt. Und dann befähige ich Menschen, selbst organisiert zu agieren. Das heißt, in den einzelnen Köpfen sind diese Dinge drin, die sowieso in den Köpfen drin sind. Also das ist die Vision, die ich dazu hätte. So, gehen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wenn man jetzt so eine Methode anschaut, wie Scrum, dann habe ich einen Backlog. Da brauche ich eine Bewertung drin, da muss ich mit bestimmten Methoden das Refinement machen, da brauche ich die Güte, da brauche ich eine Priorisierung. Das heißt, diese Kernbausteine, die brauche ich überall. Da kann ich hingehen, wo ich will. Wenn ich Scrum als Ganzes anschaue, dann ist es ein Priorisierungsprozess, weil der sagt, der pro Sprint, die Story mache ich und die mache ich nicht. Das heißt, egal, also wenn ich so ein größeres Ding anschaue, finde ich überall diese Bausteine hier, die ablaufen, selbst bei der Vision oder beim Ziel. Muss ich ja irgendein Commitment machen, vorher muss ich es bewerten. Das wäre so die generelle Botschaft, wenn ich sage, das Agile Manifesto an der Stelle hat das nicht adressiert. Und was wir gerade gesehen haben, die Projektsituation ist nicht besser geworden, auch bei eurer Einschätzung. Also da haben wir die Situation wie vorher. So, und jetzt, wenn man anschaut, das ist der Bericht wieder von der Standish Group. Die arbeiten sehr ordentlich aus meiner Sicht. Die liefern immer mit. Die Top-Success-Faktoren, also was führt denn dazu, dass die erfolgreichen Projekte erfolgreich sind. Und was führt dazu, dass die schwierigen Projekte oder die gescheiterten Projekte scheitern? Und es sind seit Jahren die gleichen. Und jeder, der Projekte macht, sagt, jawohl. User Involvement. Die Beteiligung und vor allen Dingen dann die Ankereffekte. Also das nicht, also kennt man, wenn die Kanzlerin sagt, das ist, wie heißt das immer? Oh, jetzt habe ich das Wort vergessen. Alternativlos, ja. Da wird dann einer aufsteigen. Ich hatte gestern eine Retrospektive mit einem sehr guten Entwickler, der hatte wirklich den Mut, in einem anderen Projekt aufzustehen und zu sagen, hey, das war nicht in Ordnung.
der wurde, ich sage, so angegriffen, dass er nachher gesagt hat, ach, ich habe die Bewertung verwechselt. Das heißt, User Involvement und die Art und Weise ist einfach wesentlich und das ist Nummer eins Punkt. Dann Commitments, ganz klar, dann wieder die Güte der Requirements, die Planung, also man sieht es. Und kurios, auf der anderen Seite hat man ähnliche Dinge, was jetzt nicht verwundert. Also das wären einfach zwei Seiten einer Medaille. Und was wir einfach tun müssten, ist so ganz trivial. Also das da nicht mehr machen und das da machen. Und da ist wenig, was man entsprechend anschauen muss. Also das reduziert sich auf drei Dinge, so wie es früher gewesen ist. Und das Schöne daran, Decision-Making macht das alles. Alle Punkte von den Szenen werden durch Decision-Making automatisch gemacht. Also ich habe da ein bisschen einen Eindruck gekriegt. Das wäre die Basis dazu, was wir bräuchten. Und wenn ich jetzt Decision-Making sage, bräuchte man wieder, aber diese Kategorie gibt es ja nicht. Also wenn wir sagen, in unserem Brain, das ist sowieso bei jedem, also da gibt es auch kein Produkt und keine irgendjemand, wo jemand was festhalten kann. Wenn wir sagen, ja, Kategorie, ein Vorstand, wenn er was bestellen will, der braucht eine Kategorie. Also da muss es etwas geben wie CRM oder Projektmethodik oder ERP oder wie immer, wie groß man die Dinger nimmt. Aber Decision Making gibt es einfach noch nicht. Das heißt, die Problematik, es steckt überall drin und hat nicht das Bewusstsein und auch nicht die Thematik. Und wir versuchen es halt mit Themen wie so ein Manifesto und dann daraus Methoden irgendwie einzubinden. Wir sollten aber direkt an die Themen hingehen, das meint Redway. So, das wäre so der Input für die Diskussion, die ich euch geben möchte oder geben wollte. Dazu würde ich gerne eure Einschätzung sehen. Und jetzt einfach mal ein Schnappschuss. Und jetzt mutig bitte Beteiligung so hoch, wie es geht. Die erste Frage, und ich mache dann den Decision Maker. Wie siehst du das? Ist das agile Manifesto an den Punkten, die ich gezeigt habe, aus deiner Sicht zeitgemäß oder adressieren wir tatsächlich noch die richtigen Themen? Und jetzt einmal ganz grob polarisierend gefragt, ist die Situation besser geworden? Also wir haben ja doch, ich sage, einen guten Überblick vom Lebensalter und von der Projekterfahrung. Und die Weiterempfehlung machen wir am Schluss. Dann schauen wir uns das an. Bitte gebt euer Rating ab. Wie weit ist das agile Manifesto noch zeitgemäß? Fünf haben wir um die 50% geknackt. Sechs, wunderbar. Ein siebter noch. Kriegen wir nicht, dann schauen wir hin. Dann kriegen wir überraschend für mich jetzt, aber ganz klar, es ist noch zeitgemäß. Und einen, der sagt, nee, ist nicht mehr zeitgemäß. Dann gehen wir zum nächsten. Ist die Situation besser geworden? Fünf, gut. Da sind wir auch knapp im grünen Bereich bei der kleinen Zielgruppe. Wunderbar. Ja, der Thomas hat bestimmt zweimal geklickt. Das ist relativ schwierig. Also man braucht schon zwei Geräte, dass man zweimal klicken muss. Okay, dann so weiter Input von meiner Seite. Spare ich mir den Präsentationsmodus und beende mal das Teilen, falls wir noch was brauchen. Wunderbar. Ja, Richard, Moment, ich muss mein Video wieder anmachen.
Ja, vielen Dank. In der Tat, das Buch hat 500 Seiten und du bist jetzt sozusagen in knapp 50 Minuten durch dieses Buch gerauscht. Für alle, die da auch noch tiefer einsteigen wollen, können dich natürlich nicht nur kontaktieren, sondern sie könnten bei uns auch sozusagen, sofern sie freigeschalten sind, sich deinen Vortrag angucken. Ich stelle den gleich mal ins Chat rein, den Link. Und damit eröffne ich die Diskussionsrunde. Und wer Fragen, Anmerkungen oder Bemerkungen hat, der darf jetzt damit loslegen. Nicht alle auf einmal, sonst können wir euch nicht verstehen. Wir können auch alle auf einmal machen. Warten wir mal ganz kurz. Ja. Wir können alle auf einmal machen. Ihr habt jetzt im Decision Maker, und das ist eines der wesentlichen Dinge, um anonym sich zeigen zu können, könnt ihr alle jetzt eintragen, was ihr möchtet. Welche Themen interessieren dich oder welche Fragen oder was auch immer. Das ist natürlich eines der wesentlichen Dinge. Also wenn wir im Projektgeschäft, und das ist jetzt eigentlich egal, welche Methode wir verfolgen, wir müssen einen Weg schaffen, wo wir uns anonym zeigen können. Und es darf euch in der Software keine Möglichkeit geben, das zu tun. Ich habe ein Projekt gemacht vor kurzem, also bis ihr eure Themen überlegt, die dir noch einkaufen gehen. Ich mache das wieder seit kurzem, die diese Flaschen sammeln. Es gibt so einen Marktführer aus Norwegen, machen die das. Und die machen die Fertigung, glaube ich, in Slowenien oder so. Und die Slowenen haben das nicht getraut. Also die mussten 3, 4, 5 Durchgänge machen, bis die langsam vertrauten, dass die Software doch nicht mitschneidet, wer da das gemacht hat. Und dann entsteht dieses Vertrauen langsam. Also Vertrauen ist eine ganz wesentliche Größe. Das weiß jeder, der Projekte macht. Wenn ich Vertrauen durch Kontrolle ersetzen muss, dann wird es relativ schwierig. Okay. Also ich fange vielleicht mal, ich würde mal mit etwas anfangen. Fangen sozusagen, um in die, jetzt habe ich das in, das nur an Thomas gesendet, ins Chat, so, jetzt haben es alle. Also, wenn ich deine Botschaft richtig verstanden habe, also ein Teil hast du gesagt, agile Teams wollen keine Führung. Ja. So. Also, vielleicht führe ich da aus, also mein eins der größten vor 12 Jahren war das, wo ich es die haben gesagt, wenn wir nicht agil machen dürfen, kündigen wir ein Drittel. Und wo ich reingehe, also in einigen, die sagen ganz klar, wenn wir nicht selbst organisiert arbeiten dürfen, und es wird sicher Zwischenformen geben, Ralf, aber meine Erfahrung ist, und wenn es gut gehen soll, also wenn wir diese Hürde nehmen wollen, dann brauchen wir Selbstorganisation. Also in dem Sinn würde ich sagen, ja, die wollen das nicht. Okay, jetzt wissen wir alle, so wie wir hier zusammensitzen, dass wir irgendwie alle darauf getrimmt sind. Und ich glaube, das ist auch unabhängig vom Alter. Und wenn ich jetzt mal den Lennart als Jüngster hier in der Runde identifiziere, dann hat er in seinem Studium oder in seiner Ausbildung ja immer auch irgendetwas von Führung gehört und von Führungskräften und so weiter und so fort. Und das würde doch aber dann umgekehrt bedeuten, dass wir Organisationen komplett neu denken müssen. Also irgendwie komplett neu denken müssten. Hast du Lennart gefragt oder mich? Ja, also vielleicht nochmal zu meinem Hintergrund an der Stelle. Ich habe Wirtschaftsingenieurswesen studiert bis zum Master und auch, ja, letztendlich Module wie agiles Projektmanagement belegt. Deswegen, ja, da wird so ein Wissen zwar vermittelt, rein theoretisch, aber wenn man dann mal wirklich in den betrieblichen Alltag kommt, ist es natürlich, versteht man erstens besser, was damit gemeint war, aber man sieht halt auch wirklich ganz klipp und klar, wo, ja, wo es halt in der Unternehmensrealität dann halt wirklich nicht ankommt. Bei mir jetzt vielleicht ein sehr krasses Beispiel, dass ich zuletzt bei einem großen Automobilunternehmen Praktikum und Masterarbeit gemacht habe und jetzt bei einem Mittelständler bin, der sehr, ja,
patriarchisch auf jeden Fall geführt wird, wenn nicht sogar noch ein bisschen intensiver, wo ja agiles Arbeiten nahezu nicht möglich ist. Mhm. Und ja, also meiner Meinung nach ist es überhaupt nicht zeitgemäß in der Hinsicht, wie es gelebt wird im Unternehmen. Ja, aber der Übergang zu von dem Stand jetzt zum, ja, wie soll man sagen, zum, dass es auch nur ein Stück weit agiler wird, da sind so viele Hürden auf dem Weg dahin, die einem natürlich kein Studium der Welt irgendwie sinnig vermitteln kann. Ist das so eine Art Generationenkonflikt? Also ich bin 59, ich bin Jahrgang 59. Und ich habe ja schon in meiner Ausbildung, also irgendwann in den 1970er Jahren, waren die Unternehmen patriarchisch, also erschien zu autokratisch. Also da konntest du nichts entscheiden und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass jetzt eine Generation hinter mir, also sagen wir mal, so die 45-Jährigen, die sind ja nach möglicherweise auch noch in einer vergleichbaren Welt groß geworden. Deswegen komme ich auf dieses Thema Generationenkonflikt. Ich erlebe das ja auch an meinen Kindern. Und dann wirft der Richard da in den Raum und sagt, das schlimmste Wort oder die schlimmste Wortkonstruktion ist agile Führung, aber das geht ja auch irgendwie durch die Gegend. Ja, gut. Ich würde gerne. Der Richard wollte was sagen, der Richard Meyer Süder wollte was sagen, Richard. Ja, oh, sorry. Mhm. Also die neue Generation hilft uns natürlich auf dem Weg. Mhm. Wenn ich mir meine eine Tochter angucke, dass die für was arbeitet, was nicht sinnvoll ist und wo sich nicht jeder einbringt, das käme der nicht in Sinn. Ja, dann geht die lieber irgendwo jobben für wenig Geld, ehe sie sowas mitmacht. Mhm. Und eine Mitarbeiterin von mir auch, die sind noch hierarchisch so ein bisschen geprägt von unser aller Erziehung natürlich und der Gesellschaft. Aber im Prinzip läuft es da in die richtige Richtung, finde ich, weil diese Autonomie ja irrsinnige Kräfte und Kreativität und Wertschöpfung freisetzt. Da fängt die Musik ja überhaupt erst richtig an, wenn du von Command and Control wegkommst. Gleichzeitig habe ich Geschäftsführer im Nicht-IT-Bereich, mittelständische Betriebe, die wollen, dass ihre Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen und die trauen sich nicht. Die kommen dann am Ende zu mir tatsächlich ins Coaching. Heute hatte ich eine Personalchefin da, die einfach in die Rolle dann auch reinwachsen und es ist, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht genau warum, aber gefühlt ist das ein Riesenschritt für viele, da eine Balance zu finden. Ganz eigenartig. Aber es läuft. Ich bin heilfroh. Ich war seit 20 Jahren. Ich bin ein Fan von Reinhard Sprenger, Mythos Motivation. Ich warte seit 20 Jahren dran, dass wir jenseits des Werktors uns genauso menschlich benehmen dürfen wie diesseits. Und das kommt jetzt endlich. Mhm. Ralf, ich würde gerne zufügen, damit deine Frage schärfer wird. Mhm. Also das ist nichts Schlimmes, sondern das ist ein Widerspruch, agil und Führung. Und was du vorher sagtest, mit der Schärfe zur Frage, mit der Organisation, also Organisation und Entscheidungsprozesse, also wenn man jetzt eine Führung einmal nimmt, Führung macht in letzter Konsequenz auch nur eine Entscheidung, was getan wird. Also es ist ein Entscheidungsprozess. Der ist nicht direkt verbunden mit der Organisation. Das ist wesentlich. Also, und das ist etwas, was verloren gegangen ist, wo wir Alten aus meiner Sicht noch echte Kompetenzen haben, da wir klar zwischen, ich sag, einer Organisation und einem Prozess unterscheiden konnten. Das können die Jungen eher nicht. Und was du als Generation sagst, das ist so eher, das sind viele Disziplinen, aber so ganz grob. Die Zeit und die Umgebung prägt uns. Also wir sind einfach gewohnt, ich sage das, agil zu führen. Du kannst dir vorstellen, als Vorstand, da entscheidest du wie eine Maschine. Also ich hatte das gemessen, ich hatte 30 bis 40 Entscheidungen pro Tag. Und ich habe ein Interview mal gegeben, wenn da drei gute dabei waren, dann war es ein guter Tag. Also das wissen die auch. Und sich davon zu lösen, also meine Töchter arbeiten beide agil, also das ist auch schön zu erfahren. Also die eine ist 23, die kennst du, die Elsa. Mhm.
Und die Große, die sehr erfolgreich bin im großen Konzern als Agile Coach, die hat das auch durchgemacht. Also was die mir erzählt immer, das sind natürlich auch Quellen, also dass wir uns auf Augenhöhe unterhalten können. Und sind den Faden verloren. Also Organisation gehört auseinander und Prozesse. Und das Führungsverhalten, wo es zusammenkommt, ist schwierig. Und auch was Richard sagt zu den Ängsten, also die ist ganz groß, also weil wir es nicht können. Also wenn wir was nicht können, dann haben wir Angst. Das kennt ja jeder. Mhm. Und die Emotionsforschung, aber das geht hier sehr weit, aber mit der Form, wie wir jetzt die Diskussion begonnen haben, wenn man die ein bisschen auseinander nimmt. Also jetzt tun wir Organisation auf die Seite und bleiben mal beim Prozess, nämlich dem Entscheidungsprozess. Mhm. Und den kann eine Gruppe herstellen. Ich meine herstellen, deterministisch, mhm. in einer festen Zeit, nach einem festen Prozess. Und wenn eine Gruppe das kann, dann brauche ich jetzt in dem Sinn für die Gruppe den Führer nicht mehr. Also ich wollte, aber den brauche ich natürlich in anderen Funktionen, brauche ich ihn. Also da gibt es für mich auch keinen Zweifel. Also ich ist mir schon klar. Aber also ich wollte das an sich so als Ergänzung zum Lennart sagen. Also Lennart, korrigiere mich, was ich verstanden hatte. Ich habe verstanden, du hast in deiner Ausbildung, in deinem Studium, hast du von diesen vielen agilen Methoden gehört, da ging es auch um Selbstorganisation, also wie sieht die Interaktion von Menschen in einer Organisation in Zukunft aus und so weiter und so fort. So. Und dann machst du ein Praktikum in einem Automobilkonzern, der wahrscheinlich ziemlich hierarchisch ist, und dann gehst du, und also insgesamt, da wird es auch einzelne Segmente geben, wo es anders sein wird oder so. Ne? Und dann kommst du, hast du selbst gesagt, zum Mittelständler, der sehr patriarchisch geführt ist. Und du selbst aber als Mensch willst ja was anderes. Und das hat ja der Richard bestätigt. Ne? Also der Richard hat ja dann am Beispiel seiner Tochter und seiner Mitarbeiterin gesagt, die will das eigentlich gar nicht. Dann geht sie lieber irgendwie jobben und ist mit weniger zufrieden. So. Und ich möchte noch einen Aspekt hineinwerfen. Viele von uns kennen ja den Andreas Zeuch, der ja dieses Buch geschrieben hat, Unternehmensdemokratie. Und da kommt einem ja auch sofort irgendwie in den Geist, dass wir jetzt Entscheidungen demokratisch treffen in der Organisation und so weiter. Und ich kann jedes Einzelne gut nachvollziehen. Und dann liegt es wahrscheinlich an meinem Alter. Aber das würde ja eine völlig neue Organisation brauchen. Also nehmen wir mal Otto. Ne? Wir kennen alle Otto. Ne? Und wir kennen auch alle den Conny Detloff. Und der hat in BI gearbeitet und so weiter und so fort. Und wer den schon mal besuchen durfte, und als er noch dort gearbeitet hat und man ist da hingegangen, dann hat man vieles von dem gesehen in dem BI-Segment, was du eben da auch geäußert hast, Richard. Ne? So, aber jetzt weiß man halt eben auch, dass 100% Tochter Hermes ist. Ne? Und da sieht es halt eben ganz anders aus. Ne? Also noch nicht mal bei Hermes, sondern selbst außerhalb von BI bei Otto. Ne? Also dort, wo halt eben irgendwas anders gemacht wird. So. Vielleicht, das ist, was ich sage. Also wenn wir nach vorne wollen, müssen wir das sagen. Ich kenne ja Conny gut, ich kenne auch BI. Also ich habe 40 Jahre BI gemacht. BI ist eins der wenigen, also Business Intelligence oder Analytik. Business Intelligence ist fachbereichsübergreifend. Das heißt, BI hast du von Anfang an die Probleme schon lösen müssen, die jetzt agil ein bisschen löst. Also alles, was BI ist, ist ein bisschen anders. Weil da kommt einfach, du brauchst Kennzahlen aus den Finanzen, genauso wie aus der Produktion, genauso wie aus dem Sales, um den Forecast oder den Funnel zu berechnen. Das heißt, das ist eine ganz spezielle Situation. Aber was ich dir sagen will, halt, da können wir was machen draus, und was du aber als Konsequenz sagst, dass die Welt da so ist, ja, da ist sie so. Also das wären so wichtige Erkenntnisse. Und wir brauchen auch andere Organisationen. Also wir haben im Weihnachtsgeschäft bei einem Shopping-System etwas gemacht, wo wir temporär und wirklich Räume, also physische Räume geschafft haben, wo Leute zusammengearbeitet haben, wirklich vom Vertriebler, Marketing bis zum Programmierer, temporär, und die haben wir nach Weihnachten wieder aufgelöst. Also das sind schon andere Formen, die sehr gut funktionieren. Aber was du da immer brauchst, ist eine Arbeitsmethode, und du brauchst Decision-Making. Du brauchst irgendeine Form, wie eine Entscheidung schnell herbeigeführt wird und sicher herbeigeführt wird. Mhm.
Und die Denker, also gerade jetzt aus dem Lean-Bereich, ich halte die schon für geeignet, aber wir brauchen wirklich einen größeren Rahmen. Und auch die Vorlesungen, wenn ich mit Studenten arbeite, die sind völlig offen und die gehen da mit, weil die diese Blockaden nicht haben. Und da wären wir aber wieder bei der Gehirnforschung. Also warum sehen wir Dinge nicht? Warum fällt uns was schwer? Warum? Das ist aber eine andere Disziplin. Aber was mir gut gefällt, ist, also auch, dass wir die alten Begriffe noch kennen, also von diesen, weil die machen die Widerstände. Und die neue Generation, also die ist einfach in einer anderen Umgebung schon aufgewachsen, anders geprägt und die nimmt die. Aber wenn wir die neue Generation anschauen, ich meine, ich breche ja Lanze dafür, weil ich Kinder habe, das ist ja ganz klar. Aber die sind hochmotiviert, also Mythos Motivation, ein tolles Buch. Also Sprenger ist eine polarisierende Figur, da kann man viel sagen. Aber das Buch ist auf jeden Fall gut, das ist einfach Unsinn. Weil wir haben in uns diese Motivation. Und jede andere Form benutzt nur das, was wir haben. Aber die neue, die junge Generation Y und Z, die sind sehr fragil. Also die kommen überhaupt nicht klar mit dieser Kritik. Ja? Also ich ecke dermaßen an, also ich bin einfach gerade, wie du sagst, offen und ehrlich. Ja, ich brauche manchmal die halbe Zeit, um die Leute wieder aufzupäppeln, wo ich es nur gut meine. Ja? Also da haben wir mehrere Themen und die schützen sich dann auch. Das ist ganz faszinierend. Also wir brauchen die Organisation. Ganz ehrlich, halte ich nicht so für das große Problem. Die Prozessorganisation, also wie man Prozesse organisiert, wesentlich. Und von der Denke her müssen wir einfach hingehen, dass wir sehen, was ist in einem Prozess drin. Es sind nur Entscheidungen. Das ist so trivial. Also es klingt aus meinem Mund, als hätte ich nichts anderes im Kopf drin, aber es ist schon ein bisschen mehr drin. Aber das sehen wir immer wieder. So, Rolf, jetzt habe ich dich wieder. Ja, das ist alles gut. Der Thomas ist ja so ruhig, deswegen ist es okay, dass wir mehr reden. Der macht auch bei jeder Provokation macht er das Mikrofon nicht an. Lehnt sich zurück. Naja. So. Also ich mache vielleicht noch ein Beispiel. Ein Kunde von uns, oh, Eber, das Mikrofon auf. Thomas, los, leg los. Ich wollte nur sagen, üb gerade meine Klappe halten, ganz einfach. Also ich mache vielleicht mal noch ein Beispiel. Das ist ein Kunde von uns, ist ein Mittelständler. Da hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Also in Mannmarich sagt man, da hat der Alte an der Junge übergeben. Und der Alte ist deswegen so erfolgreich gewesen, weil er nicht nur die gute Idee hatte, sondern weil er eben auch wahrscheinlich das Ding streng geführt hat, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also, ne, und der ist auch innerhalb kürzester Zeit, also vielleicht in einem Zeitraum von 5 Jahren, ist der brutalst gewachsen. Ne? So, hat also, nur um ein Beispiel zu machen, hat vielleicht von 50 Mitarbeiter auf 150 Mitarbeiter gegangen. Ne? So innerhalb von 5 Jahren. So, also brutal gewachsen. Und alle Entscheidungen, also das wäre jetzt so der Klassiker, ne? Alle oder die meisten Entscheidungen sind über seinen Tisch gelaufen, beziehungsweise nur über wenige Tische von Leuten, die halt von Anfang an dabei waren. Ne? So. Und das ist dann alles gut gegangen und so weiter. Es ist immer weitergegangen. Mittlerweile ist das Unternehmen über 400-500 Mitarbeiter groß. Und jetzt ist er 60 und hat natürlich schon einen Herzkasper gehabt und so. Ne? Und allem drum und dran. Und hat es jetzt an den Jungen übergeben. Und der Junge hat gesagt, wir führen eine Selbstorganisation ein. Also schon die Idee, dass er nicht mehr alle Entscheidungen trifft. Ne? Also, und er sagt auch, dort, wo das Unternehmen aus meiner Sicht in 10 Jahren stellen soll, das ist nicht etwas, was ich entscheiden möchte alleine. Das möchte ich mit Leuten machen. Das ist Jesus-mäßig gescheitert. Das ist voll gegen die Wand gefahren. Das ist sich so weit gegangen, dass er kurz vorm Abnibbeln war, weil dann es ein paar Geber hat, die halt eben selbst organisiert gearbeitet haben. Ne? Ja. Und das halt nicht mehr zu dem gepasst hat, zu den anderen, die gewartet haben, bis man ihnen sagt, was zu tun ist. Ne? Ja. Fast bis zum Stillstand. Also es ist fast sozusagen, also man hat das Unternehmen reanimieren müssen. Ne? Also, ja. So, ne? Und die Reanimation war, dass ein weiterer Geschäftsführer eingestellt worden ist, der halt nach dem Prinzip des Alten gearbeitet hat. Ja.
macht man oft. Ich werde drei Fragen stellen. Mhm. Es ist ziemlich klar. Die erste Frage ist wesentlich, einfach zum gesamten Geschäftsprozess. Also ich habe so einen Freund in Belgien, der macht diese Aluminiumteile. Der gesamte Fertigungsprozess sind drei Schritte. Also kommt einfach Aluminium rein, wird erhitzt, flüssig gemacht, kleine Schüsseln und dann weg. Das heißt, das ist ein ganz schlichter Fertigungsprozess ohne Innovation, ohne alles. Da brauchst du keine Selbstorganisation, Command und Control. Also die erste Frage ist, wie viel Innovation und wie viel Veränderung brauchst du im Prozess? Das zweite ist, wenn du das machen willst, die Frage, die ich stellen würde, hat dieses Unternehmen, also nehmen wir mal an, wir haben einen komplexeren Geschäftsprozess, haben sie agile Methode eingeführt? Wenn sie keine agile Methode einführen und Selbstorganisation, kommt aus meiner Erfahrung immer Chaos raus, planbar Chaos raus. Und wenn die mit Nein beantwortet ist, einfach zurückziehen. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier diskutieren. Du brauchst eine agile Methode. Und wenn du die CD selber baust, dann musst du aber durchdrungen haben, was ist eine agile Methode. Und das Dritte ist, machen Sie Decision-Making. Ist klar, auf welche Art und Weise Sie individuell entscheiden und in welchen, also von der Ideation ist ja angesprochen worden, das ist was anderes. Das geht heute fast nicht mehr, weil also der Ideation macht, der kann hinten nicht mehr entscheiden, wie Software gebaut wird. Also das hat sich einfach, das ist zu komplex geworden. Das sind die drei Themen, wenn du die hast. Also umgekehrt vom kleinsten inneren Decision-Making, zweites ist agile Methode und dann, sagen wir mal, die Art des Geschäftsprozesses. Wenn du die drei Parameter anschaust, dann hast du eine gute Chance. Also die Antworten sind, also das kann ich gerne geben. Und ich kenne auch die Gründe, warum dieses Unternehmen, weil ich natürlich dann am Ende doch einen tieferen Einblick habe, reanimiert werden musste. Mhm. Und ob die es packen, das werden sie nicht mehr alleine entscheiden. Ja. Schon gar nicht, weil jetzt durch die Corona-Situation natürlich das ganze Ding noch mehr aus den Fugen gegangen ist, wie es ohnehin schon war. Also zur ersten Frage, es ist in der Tat ein Unternehmen mit einer hohen Fertigungstiefe, bis dahin, dass sie Dinge selbst entwickeln und auch selbst herstellen. Nicht in Gänze in Bezug auf das Produkt, aber schon das, was das ureigene Geschäft ausmacht. Natürlich kaufen die viel zu und so weiter. Sie ist sehr materialintensiv. Also sie haben unglaublich viele unterschiedliche Materialien, haben eine hohe Varianz in den Produkten. Ja, sie haben Selbstorganisation gemacht und haben auch irgendwelche Boards eingeführt, wo sich irgendwelche Teams getroffen haben, die irgendwelche Post-its hingeklebt haben und so weiter und so fort, die dann immer mehr Staub gefangen haben. Ja. Also die Antwort ist nein. Nein. Und die, auf die dritte Antwort ist natürlich also keine Decision-Making gemacht, weil man das überhaupt nicht versteht, weil man gar nicht weiß, was dahinter steckt und man schon gar nicht agile Methoden irgendwie einsetzt oder glaubt, Post-its kleben sei agil, dann kann es ja nur schief gehen. Kann nur dieses geplante Scheitern. Genau, und was ich damit halt eben sagen möchte, ist, die haben einen relativ hohen Altersdurchschnitt dort. Da gibt es auch ein paar Junge, also da gibt es wirklich auch ein paar Junge, aber sind weit über 50% sind schon seit 10 und mehr Jahren in dem Unternehmen, also sind geprägt sozusagen durch die Art und Weise, wie das vor dem Jungen geführt worden ist. Und dann gibt es natürlich aber auch ein paar, die diese Selbstorganisation wörtlich genommen haben und haben dann lange vor der Pandemie schon im Homeoffice gearbeitet und haben gesagt, ich tue mich jetzt selbst organisieren und so. Ne? Ja, ja. So. Und das ist genau das, was ich meine. Also wenn ich vorhin diesen Generationenkonflikt gemeint habe. Was müssten wir tun, dass Menschen, die sozusagen sozialisiert worden sind in einem streng hierarchischen System, dass die anfangen, selbstorganisiert zu arbeiten, und selbstorganisiert zu arbeiten heißt am Ende ja auch, Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Und das ist wahrscheinlich, also das, so wie ich das sehe, wahrscheinlich das größere Problem. Also ohne Rahmen, ja, deswegen die Reihenfolge. Wenn du eine ordentliche agile Methode hast, dann kriegst du einen guten Rahmen für das eigene Tun.
Und den Kern hatte ich gezeigt, also mit dem Güteprozess. Du musst wissen, was du tun kannst und tun musst und tun sollst, also damit du eine Chance hast, es gut zu machen. Meine Mission ist ganz schlicht, damit Menschen eine Chance kriegen, es gut zu machen. Und Ralf, du sprichst die Sachen aus. Die sind ein bisschen so in Phänomenen, also Generationen. Ich bin 64, also es fiel mir schwer, aber als ich es gesehen habe, also habe ich gebrannt dafür. Also das ist einfach unglaublich, was möglich ist. Aber die Disziplin der agilen Methode, ich führe das gerade in den USA ein. Der CEO ist ein Anwalt. Also Anwälte, wer mit Anwälten zu tun hat, also sieht mir es nach. Aber das ist schwierig. Also das ist unglaublich. Die haben keine Idee von Prozessen. Ja, aber alles so und so und nur Command und Control. Ja. Und dann nach 3 Monaten hat man dann auch Schwierigkeiten, einmal zu sagen, okay, a story ist dann, ich sage, ready, wenn der Nächste arbeiten kann. Vorher ist er nicht ready. Und wenn es im Sprint dann drin ist, completed, heißt einfach ganz klar, es ist anwendbar. Es ist sehr, sehr schwierig, das zu machen. Und deswegen die Reihenfolge, wie du es gesagt hast, beim zweiten kommt ein No. Und dann kann man auch aufhören. Dann kann man sagen, das ist geplantes Scheitern. Und wenn wir was tun können, ist, was ich so merke, sowohl in der Lehre, also bei den jungen Leuten, als in den Unternehmen, diese Kantigkeit zu zeigen, keinen Unsinn zu machen. Also ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber ich mache keinen Scheiß mehr. Also ganz schlicht. Also wenn der einer sagt, das geht auch ohne, sage ich, nee, das geht nicht ohne. Genau. Und dann muss ich halt gehen. Also das ist durchaus der Fall ab und zu, dass ich in ein Projekt dann gehen muss. Und ich mag es dann auch nicht. Also mir tun, also nicht, dass wir den Menschen leid tun, aber ich habe so viel Leid in den Projekten erlebt. Ich habe es dir gesagt, wenn ein Projekt schief geht, also wie du sagst, Herzkasper und alles, was dazu gehört, das sollte man aufstehen. Ja. Und wenn es gut geht, also das ist einfach wunderbar, also zu sehen, wie die Menschen sich freuen, das ist die andere Seite. Also da bin ich. Thomas also wollte was sagen, der hat die Hand gehoben. Ich bin jetzt mal provokant und würde mal behaupten, das ganze Thema ist mit der Generationenfrage, wirft für mich dann Fragen auf, warum wir eine Aufgabe haben, eine öffentliche Aufgabe, die seit 150 Jahren all das macht, was wir momentan alle ganz modern hypen. Die haben wir direkt vor der Haustür. Und die machen das seit 150 Jahren. Und in Deutschland können die sogar beanspruchen, mit die Wiege der deutschen Demokratie zu sein. Nämlich die Freiwilligen Feuerwehren. Und die sind für mich so ein Muster, wie sowas funktioniert. Wenn man denen mal in Aktion zuschaut, sie haben klare Verantwortungsstrukturen. Jeder weiß, wie der Handgriff sitzt. Im ersten Blick meint man, sie hätten eine starre Hierarchie. Beobachtet man die aber im Einsatz, merkt man plötzlich, die Hierarchie ist gar nicht so starr. Also die sind ja für mich genau das, was all das aus, was mir momentan alles hype, wo man die Unternehmen alle sagen, das ergibt, da guckt, und das ist sogar noch eine öffentliche Aufgabe, die machen das alle schon seit 150 Jahren. Und also da frage ich mich, warum ist dieser Geist, diese Idee nicht drüber geschwappt? Thomas, super. Also das Erste, was du gesagt hast, die Rollen sind klar. Jede agile Methode hat eine klare Rollendefinition. Ich habe dasselbe gemacht, das nennt man elizitieren. Also du holst die Qualitäten raus aus diesem Prozess der Art und Weise, es waren die Rollen. Ich war bei den Amerikanern in Hohenfels, also wie das Militär organisiert ist. Das ist sehr hierarchisch, was man da hat. Aber die haben Selbstorganisation beim Sergeant. Man kennt das, John Wayne, also der alle Privilegien gibt und den schützt man auch. Also das ist das Thema der Commitments drin. Dass die lokale Einheit kriegt die Autonomie. Und die trägt man auch. Also das heißt, wenn die ganz schlicht Scheiße bauen, dann wird da nicht gleich drauf gehauen. Also das sind alles so Dinge, die man rausholen und machen muss. Das wäre so der Ansatz, den ich toll finde. Und wenn du hinguckst bei der Feuerwehr, Feuerwehr habe ich jetzt nicht untersucht, aber was du in der Sprache hört man das schon. Klare Rollen, klare Prozesse, das erinnere ich als Kind, wie die Dinge abgerollt, aufgerollt werden. Also die Prozesse als Elementareinheiten. Die sind sehr, sehr, sehr klar und sehr trainiert. Und dann gibt es diese Selbstverantwortung, wenn es einfach eng wird. Das ist jetzt mein Forschungsbereich auch. Der ist Gary Klein, also der hat diese Feuerwehrleute untersucht, wie die mit der Intuition reagieren. Also da kommen wir zum selben Thema. Also ganz klar. Und dieses Modellieren, also dann da gibt es Disziplinen, die das automatisiert haben. Also wie hole ich das, sagen wir, das Wesentliche raus, damit ich es in andere Bereiche übertragen kann. Und da muss man auch vorsichtig sein. Also ich habe viele Geschichten, ich weiß nicht, ob die Zeit geht. Kann ich eine erzählen?
Ja, also wir haben noch Zeit. Lass mich, gerade mir noch eine Bemerkung. Also ich finde diese Unterscheidung, also weiß gar nicht, ob sie Unterscheidung, also ich finde den Begriff Rollen, okay, den finde ich viel interessanter. Also das ist ja etwas auch, was man ja ohne Probleme auf eine Organisation übertragen kann. Und der Thomas hatte die Frage gestellt, die Freiwillige Feuerwehr gibt es seit 150 Jahren. Und da könnte man denken, sie wären streng hierarchisch. Also nach außen, Hauptmann, C-Schlauch und so weiter und so fort. Ja, das mag hierarchisch klingen. Und ich würde auch gar nicht gegen Hierarchie sein, wenn die Rollen klar zugeordnet sind und sich daraus gewisse Dynamik entwickelt, wo alle sozusagen an einem gleichen Ziel arbeiten. Also das finde ich so. Ne? So, jetzt bin ich, also jetzt muss ich noch was hinzuwerfen, ohne dass ich ein neues Thema aufmache. Ich bin ja, ich glaube, der größte Fan westlich von Santa Fe und östlich von Moskau von der Charta, ne? Also von Mike Roder. Wir fangen jetzt wieder ein Projekt an mit der Charta. Und das ist ja ähnlich wie Scrum. Also es geht um kurzzyklische sozusagen To-Dos, die halt ja irgendeinem Ziel orientiert sozusagen abgearbeitet werden. Im Übrigen sozusagen, deswegen unterscheidet Mike ja auch zwischen Mentee und Mentor, ne? Im Übrigen nicht vom Mentor, sondern vom Mentee. Und das Problem, warum die Charta in Deutschland beispielsweise nicht diesen Erfolg hat, ist, weil halt alle gedacht haben, sie müssten nur diese 5 Fragen stellen und den Schwerpunkt auf diese Verbesserungscharta gelegt haben. Aber der Kern eigentlich die Coaching-Charta ist. Und die Coaches, das ja in der Regel dann auch wieder Führungskräfte sind, in ihre alte Rolle zurückgefallen sind, indem sie während diesen Charta-Runden Lösungen präsentiert haben, der Mentee dann irgendwann denkfaul war und gesagt hat, naja, dann übernehme ich halt das, was der gesagt hat. Und dann deswegen ist es gescheitert. Also da ist die Rolle nicht klar. Also der Coach hat die Rolle eines Coaches, eines Begleiters, eines Fragenstellers, eines Moderators und eben nicht als Lösungsgeber. Ne? Ach, klar. Ja, also agile Methode, machen wir Fundamente, die wir haben müssen, hat immer 3 Dinge. Das sind die Rollen, mit denen geht's los, sonst klappt es nicht. Und dann das Zweite, was man gerne vergisst, das sind die Artefakte. Also einfach Dinge, die man in einem Prozess erstellt und die auch relativ klar sind. Und die müssen auch irgendwo gelagert sein. Also die Post-its, die sind für kleine Einheiten groß, aber sobald ein paar Leute hast, geht das nicht mehr. Und dann hast du den Prozess selbst. Und die 3 Dinge gehören zusammen. Und was Ralf deutlich gesagt hat, das ist in den Sätzen so klar zu hören, auch bei der Feuerwehr. Wenn alle am gleichen Ziel arbeiten, dann ist es easy. Das weiß auch jeder. Und wir haben beim Ziel, haben wir dann noch die Vision oder den Purpose jetzt, das ist einmal wurscht. Bleiben wir beim Ziel. Ein Ziel erfordert einen Commitment-Prozess. Wenn du den nicht hast, dann weißt du nicht, ob du am gleichen Ziel arbeitest und du hast auch nicht, dass es getragen wird. Also das Ziel, das getragen wird, ist nicht immer das, was man glaubt. Also es ist ja früher Hidden Agenda oder La Rosa Elefant oder man hat da so Metaphern eingeführt. Und wenn man die Prozesse rausholt, also das in der Sprache einfach mit enthalten, also das ist was ganz Wesentliches. Also das Ziel darf nicht vorgegeben sein, sondern also die Betonung liegt darauf, das ist ein Ziel, das wir gemeinsam erarbeitet haben und uns gemeinsam darauf verständigt haben. Das wäre genau die Diskussion, wo es schief geht. Die darf nicht vorgegeben werden. Es gibt Dinge, die vorgegeben werden, die Prämisse. Von mir aus Geld, Zeit oder sonst. Und das ist ein zyklischer Prozess. Genau. Also wenn ich ein Ziel vorgebe, also wenn ich es am Zielprozess sehe, mit Entscheidungsprozessen, der geht ganz einfach. Am besten ist es tatsächlich, wenn die Kompetenz nicht da ist, wird ein Ziel vorgegeben. Und dann sagt man, wie seid ihr committed? Und dann kriegst du die 6 und jetzt musst du was machen. Was muss geschehen? Also du musst die Ressourcen holen und nicht die Problemdiskussion, damit du auf 8 kommst. Und dann verändert sich das Ziel, das du vorgibst. Also eine Vorgabe ist in dem Form, also in einem Commitment-Prozess, was ich erzählt habe, nichts Festes. Genau. Und es geht dann auch zyklisch zurück. Also wenn jetzt der, also nicht mehr hierarchische Organisation, also das Ziel wird vorgegeben,
nimm einfach Vertriebsziele, also im Vertrieb machen die das schon sehr lange, dann geht es zurück und bis es dann durch ist. Und dann tragen plötzlich alle mit oder ein Großteil. Und das wären so diese Bereinigungen, die wir bräuchten, auch in solchen Gesprächen mit den Alten. Also wir sind ja relativ flexibel dann auch, aber das nimmt dann Temperatur los und dann sind die dominanten Leute gehen durch und dann passiert nichts mehr. Und die Stickies oder die Post-its verstauben an der Wand. Und hinten in der Fertigung, da sind wir sehr konkret, da kriegt man auch was raus. Aber wenn du die Ideation anschaust, durch diese, ich weiß nicht, ob jemand Design Thinking kennt, das ist eine agile Methode in der Ideation, da gibt es einen Stau, ich würde sagen 80-90% hängt da an der Wand und geht nicht nach vorne. Und das wären so diese Differenzierer, Ralf, die du da bringst. Wenn wir an einem Ziel dann ausgerichtet sind, klappt es. Also dann müssen wir dafür sorgen, dass wir ein Ziel haben und die Verbindung, also wo beides reingeht, etwas, was vorgegeben ist, Prämissen, die nicht verhandelbar sind oder die wir anders lösen müssen, und dann etwas, was sich entwickelt, was dann in einem zyklischen Prozess getragen wird. Und der muss wieder deterministisch sein, weil sonst kriege ich ja, das kennt ihr ja, das ist never ending story. Das geht okay, ja auch nicht. Also dann benutzen wir den Begriff, ich möchte den ersetzen und sage Richtung. Mhm. Richtung. Wir sagen dazu irgendwie Nordstern oder weiß der Teufel was oder wie auch immer. Ja, Richtung. Damit klar ist, wo wir hinwollen. Ne? Also nicht, dass wir alle nach West oder der andere nach Osten, die nächsten laufen nach Norden und wieder andere laufen nach Süden. Und dazwischen gibt es auch noch ein paar. Also die Richtung soll, muss vorgegeben sein. Und immer dann, wenn ich sie an KPIs irgendwie dann auch noch vielleicht festmachen kann, weil ich irgendwelche Analysen gemacht habe, die eindeutig sind und so weiter und so fort, dann dürfen in Zielen auch KPIs formuliert werden. Aber klar muss sein, dass das Ziel, das ich heute formuliere, in 4 Wochen möglicherweise nicht mehr das gleiche ist, wie an dem ich in 4 Wochen arbeite. Möglicherweise. Ja, die Richtung ja, aber eben das Ziel nicht. Ja, also einfach mehr Präzision rein, dann wird es richtig gut. Also durch die Iterationen wird das Ziel halt gegebenenfalls angepasst. Passt vorgegeben? Nein. Vorgegeben und dann gemeinsam getragen. Also, dass es ein Prozess durchläuft. Mhm. Also ein vorgegebenes Ziel oder ein vorgegeben irgendwas, das funktioniert nicht. Mhm. Und wenn es aber dann quasi, nehmen wir mal vorgegeben Version 1 und dann geht es durch einen Prozess durch und dann hast du halt bis zu 100%, bei kritischen Sachen stelle ich 100% her. Also in Mannheim habe ich das gemacht, da gibt es also ein schönes Bad bei euch da in der Stadt drin, so ein Jugendstil oder so ein Sandsteingebäude. Das wollte die Stadt verkaufen. Haben sie 6 Monate gestritten und haben sie mich geholt und nach 3 Stunden war das Ding durch. Das heißt, die Kompetenzen sind in der Regel da. Man muss sie nur in die richtige Richtung bringen. Und manche Dinge heißt auch, die machen wir nicht. Also wir vergessen ja manchmal, dass eine Entscheidung, etwas nicht zu tun, eine ganz normale Entscheidung ist. Und dass überzogene Erwartungshaltungen zwingend scheitern müssen. Aber die getragenen Ziele und Entscheidungen, die werden getragen, um es ganz einfach zu sagen. Experten, und da haben wir ja ziemlich viel hier sitzen, Experten committen sich zu einem Ziel nur dann, wenn sie davon überzeugt sind, dass sie es erreichen können. Der Thomas hat die Hand gehoben. War nur die Ergänzung, dass der Scrum Guide der genau deswegen ein bisschen nachgebessert hat. Der hat ja von der Vision, haben sie jetzt Produktziel, einfach auch diese Zielsteuerung eingebaut, ne? aus der Erfahrung raus. Und Objectives und Key Results ist ja genau dieser strategische Ansatz, das Ganze mit diesen Rückkopplung, Feedback-Schleifen. Ja. Ins Leben zu kriegen, wobei der sehr viel ist, wenn sich der Ralf anguckt, wahrscheinlich, er sagt, hey, das sieht ja aus wie Hoshin Henry, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, erschlag mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, aber geht so ähnliche Richtung und passt auch sehr schön zusammen. Also das sind so die methodischen Anmerkungen, die ich jetzt noch dazu reinwerfen will. Also das Interessante ist natürlich, dass vieles von dem, was wir heute mit unterschiedlichen Begriffen betiteln,
in Wirklichkeit nur in Nuancen auseinandergeht. Und alle haben irgendwie die gleiche Idee. Und das ist im Übrigen auch nicht neu. Ne? Also, nö. Um den Lennart mal wieder reinzuholen. Also, die Charta ist ja irgendwie jetzt mittlerweile 15 Jahre alt. Ne? Also ist älter wie das Thema Agile und Scrum. Ne? Ja. Man könnte ja jetzt böse sein, wie der Stefan Kühlen sage, das ist alles neuer Wein in alter Wein in neuen Schläuchen. Das möchte ich natürlich damit nicht gesagt haben. Aber es ist ja nicht verkehrt, es ist eine gewisse Renaissance da. Also wenn ich mich jetzt umschaue, ich bin agil unterwegs und ich merke, dass sich die agile Geschichten, also die agilen Leute mit bestimmten Dingen schwer tun. Greife ich mittlerweile in die Lean-Trickkiste, weil ich sage, oh, das haben die Lean-Leute schon gelöst. Ihr habt es vergessen. Ich hole es wieder raus und sage, das machen wir jetzt hier, so A3 an die Wand genagelt, ne? Für die Retro, zum Nachhalten von den Ergebnissen. Und dann gucken sie mich alle an, sagen, hast du was Neues erfunden? Sage ich, nee, olle Kamelle. Ja, ich bin bloß in der Produktion rumgeschlappt und habe es dort gesehen und habe gesagt, oh, geile Idee, löst mein Problem. Die machen das schon seit 20 Jahren. Software und Entwickler geht der Unterkiefer nach unten, sage ich, jo, machen wir. Ne? Ja. Warum nicht? Toyota macht es doch vor, die vermischen es ja beides jetzt gerade wieder. Die führen es zusammen, vermischen stimmt es nicht, sie führen es zusammen mit ihrem neuen Flow-Model. Sehr schön, was ich schön finde. Ja, ja. So, die Beteiligung ist natürlich Wahnsinn. Der Christoph ist heute A-Cloud und der Dirk auch. Machen wir vielleicht mal eine Abschlussrunde. Es ist irgendwie kurz vor neun. Wollen Sie auch nicht hier so künstlich in die Verlängerung ziehen. Insofern würde ich euch gerne bitten, oder willst du noch was sagen, Helmut? Ja, ich sag mal noch eins dazu. Wenn ich so ein klein bisschen in die, der Thomas sagte schon, in die Lean-Prickkiste so ein bisschen zurückgucke. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt, The Concept of the Corporation. Kennt das jemand? Das war genau das, als Peter Drucker ist ja damals in ursprünglich geboren in Wien, über London nach Amerika und hat dann geschaut, wie funktionieren große Unternehmen. Und da war er damals beim Alfred Sloan, wer den kennt, das war der damalige CEO von General Motors, und hat angeschaut, wie funktioniert das, ne? Die streng hierarchische und, ach Gott, Entscheidungen unter an der Wertschöpfung. Nee, da müssen dann Meister und so weiter hin, die müssen die Entscheidungen treffen. Und dann gab es den 7. Dezember 1941, das war der Angriff auf Pearl Harbor, und plötzlich war Amerika im Krieg. Und hier musste dann eins, für den Krieg mussten dementsprechend Waffen hergestellt werden. Ihr kennt das selbst, was damals war. Die Hausfrauen wurden sozusagen reingezogen in diese Unternehmen. Ford unter anderem, da, ich weiß nicht, die riesige Ford-Werkstatt. Das größte Werk weltweit von Ford damals. Auf alle Fälle, da waren die Frauen drin und GM hat das genauso gemacht und Drucker hat es weiterhin beobachtet. Und damals hat er schon festgestellt, hey, es gibt gar nicht mehr die starre Struktur, die Entscheider sind nicht mehr da. Die sind nicht mehr da, also müssten die haben ein Ziel gehabt, die Qualität muss besser sein und die Durchlaufzeit, also die klassische 2-Lean, Kennzahlen, und dann hat er plötzlich festgestellt, das läuft wesentlich besser, wenn die das selbst entscheiden können. Und das hat er runtergeschrieben 1945 in dem Buch The Concept of the Corporation. Als dann die GIs zurückkamen und haben sie gesagt, was soll der ganze Rotz da und so weiter. Wir brauchen im Moment keine Waffe mehr, wir bauen dann wieder Autos und so weiter. Mhm. Dann sind wieder die alten Strukturen sozusagen eingekehrt. Aber in diesem Buch schön nachzulesen, wer da mal ein bisschen in die Geschichte. Im Übrigen wird diese Zeit auch als die Geburtsstunde von oder die Wurzel von Lean betitelt, mit dem Begriff Training within Industries. Training within Industry, genau. Und zwar TWI. Ne? Richtig, 1920 zum Beispiel. Warum das kam, TWI? TWI. Das waren letztendlich die Auswirkungen vom Ersten Weltkrieg. Genau. Richtig, daher kam es. Weil eben die Frauen plötzlich sozusagen etwas tun mussten. Richtig. Genauso wie das agile Zeugs, also das ist nicht von mir, Jan Fischbach,
so ein Spendenverrückter, der Archive durchgewühlt hat und die Wurzeln dieses ganzen Agilzeugs bis ins 16., 17. Jahrhundert Militärhandbücher und Manufaktur nachweisen konnte. Und das ist, spricht ja schon dafür, dass das gute alte Bewährte wieder zurückkommt. Ja? Richtig. Richtig. Und ich weiß nicht, wer kennt den Koch and French? Vielleicht noch so kurz die Anmerkung, Koch and French. Das wurde schon an der, ja, es war eine Fabrik, die hat T-Shirts hergestellt. Und damals hat man, das war 48, ist man hingegangen und hat drei verschiedene Teams genommen. Es gab dann, also die haben T-Shirts hergestellt und dann hieß es, jetzt gibt es eine neue Kollektion, neue Schnitte und so weiter. Und dann hat man mit dem einen Team, so wie man es kannte, Vorgabe, ihr habt dementsprechend danach zu arbeiten. Beim anderen Team war es so, dass einer davon dabei war bei der Entwicklung und das dritte Team, das hat es komplett sozusagen entwickelt. Und dann hat man mal geschaut, wie schnell ist man da im Flow sozusagen in der Herstellung. Und da hat man halt natürlich die extremen Unterschiede gesehen. Dann haben dann die Kritiker gesagt, ja, das war Zufall und so weiter. Dann sind sie hingegangen und haben das erste Team sozusagen wieder genommen, nochmal geteilt, nochmal das Gleiche gemacht und sind wieder auf die gleichen Ergebnisse gekommen. Kann man, ist alles wissenschaftlich belegt. Mhm. Ja, was man da sieht, was es alles schon gab, aber letztendlich sich nicht durchgesetzt hat in der damaligen Zeit, weil es war einfach, ja, damals noch so, du hast mehr produzieren können, die Leute wollten das, die Kunde, also haben sie auch alles gekauft, wahnsinnig zu anspruchsvoll. Das hat sich ja dann alles gewandelt. Aber es ist interessant, so wie die ganze Geschichte auch, wie der Thomas sagt, bis ins 16. Jahrhundert, da hatte ich mich lange mit beschäftigt, mit den alten Schinken. Okay, danke Helmut. Machen wir vielleicht so kurz die Abschlussrunde und fangen mit dem Richard an, also mit dem Richard Meyer-Südo. So in 2, 3 Sätzen versuchen, so, was hast du mitgenommen, war das bekannt, neu, wie ist deine Stimmungslage und so weiter. Oh, die Stimmung ist super, es gibt viel, was ich jetzt noch lesen kann und lernen kann. Und zu Anfang wusste ich nicht genau, wo der Richard Graf unterwegs ist. Und dann habe ich es irgendwie nach der halben Geschichte dann geschnallt, in welche Richtung das geht. Ich fand es toll, vielen Dank, wirklich okay. Danke, klasse. Vielen Dank, Richard. Dirk? Sag du auch mal was? Mikrofon anmachen, bitte. Ja, ja. Ja, war interessant. Es gab einiges Neues. Es gab vieles Bekanntes. Mit manchen kann ich übereinstimmen, mit manchen eher nicht. Insbesondere mit dem Thema Selbstorganisation oder Teams ohne Führung gibt es in meinen Augen nicht. Weil Führung ist immer da, auch wenn sie irgendwie nicht festgeschrieben ist. Aber trotzdem, es war insgesamt eine gute Veranstaltung. Okay, super, Dankeschön. Christoph. Ja, also auch von meiner Seite ähnlich wie beim Richard am Anfang so ein bisschen, wo geht die Reise hin? Was will der Graf Richard eben so ein bisschen mitvermitteln, aber es wurde dann schon immer wieder ein bisschen klarer. Weil ich sage, von meiner Seite auch so, agiles Projektmanagement, Erfahrung, das Rahmenwerk muss man so oder so dem Team mit vorgeben, wo bewegt man sich und das Ziel wird dann eigentlich gemeinsam erarbeitet. So war es auch bei meinen Projekten, früher noch als Angestellter eben, auch mit, wo man das eben am Anfang nicht wusste, wo geht die Reise hin und durch Führung in einem gewissen Rahmen hat es dann eigentlich recht gut funktioniert und auch wie der Helmut jetzt die Geschichte nochmal erzählt hat, einiges noch eben vom Studium, wurde das auch der eben so mit, wo das praktisch hingegangen ist oder seit wann, ins 18., 17. Jahrhundert, also 16. war jetzt mir weniger was bekannt, aber 17., 18. habe ich auch schon das ein oder andere was gehört. Also klasse Vortrag von Richard, das Buch werde ich mir wahrscheinlich schon holen und mal gerne durchlesen. Danke. Danke, Christoph. So, Helmut, willst du noch was sagen oder war es das dann schon? Also ich fand es cool. Danke, Richard, dafür. Frage aber, ich habe mich mal angemeldet bei dem Decision Maker. Wo werden die Daten eigentlich gespeichert? Oh. Ich weiß, das ist gut. Die temporären. Ja, also wenn ich jetzt hingehe und mache dann wirklich ich mache jetzt Phrase, so wie du gemacht hast, kann ich ja theoretisch auch, wenn ich mich angemeldet habe, oder? Ja, kannst du alles machen. Genau. Die Daten werden temporär gespeichert in Deutschland und es wird aber nichts mitgeschnitten.
Okay. Okay. Also ich könnte es jetzt ganz normal nutzen oder muss ich da irgendwelche Lizenzen zahlen? Oder ist nein, nein. Also ein klares Statement. Ich forsche da schon so lange und das ist mein Herzensding. Diese Software wird immer frei bleiben. Mhm. Immer. Für genau diese Dinge. Und es wird dann Bezahlversionen geben. Wir müssen das irgendwie finanzieren. Also mir ist das Geld gerade ausgegangen, um ehrlich zu sein. Und dann gibt es halt eine Master- und eine Expert-Version, die halt Server ist und solche Funktionen. Aber die Grundfunktionalität, die ihr gesehen habt, ist völlig frei. Und die temporären Daten werden in Deutschland gespeichert. Du wirst sehen, das Protokoll kriegt ihr auch. Jeder kann immer in dem Moment gleich zugreifen. Kriegst du dann lokal bei dir und musst das heißt dann selber ablegen bei dir selbst und hast du dann das Datum. Völlig klar. Okay. Und wie lange bleiben die Daten gespeichert oder so, wenn du sagst temporär? In deinem Bereich, das weiß ich jetzt gar nicht. Also deine Decision-Making-Prozesse, die kannst du haben und löschen vom Ergebnis, habe ich nicht im Kopf. Also wir sind so MVP, das Ding ist noch nicht ausgerollt, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Okay. Gut. Danke. Danke dafür. Thomas. Thomas? Thomas, huhu. Ich muss mir noch schnell was notieren. Ach so, okay. Wenn ich das Rothausschild dahinter sehe, kriege ich schon wieder Durst. Ja. Deswegen setze ich mich immer so, dass man es nicht unbedingt direkt sieht. Ja, ich habe gestern schon genug Bier getrunken, das lang gestern zum St. Patrick's Day. Nee, war wie immer spannend, weil ich habe Richard schon bei der Lean Around the Clock erlebt und war eine schöne Wiederholung und nochmal Vertiefung. Okay. War super. Wunderbar. So, Lennart, du bist der Jüngste, deswegen kommst du zum Schluss. Ja, okay. Ich fand es auch sehr interessant. Viel guter Input halt, was für mich auch gerade wichtig ist von Leuten, die halt auch, ja, die Erfahrung so mitgebracht haben schon. Ich kann bei der Arbeit natürlich oder in meinem Unternehmen jetzt mit Leuten reden, aber die kennen nur dieses Unternehmen in den meisten Fällen. Deswegen für mich sehr gut. Der Bezug zum agilen Manifest an sich, ja, war vielleicht ein bisschen für mich zu tiefgehend für meine Probleme an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz spannend gemacht. Also danke dafür. Danke, Lennart. Ja, zum guten Schluss. Lieber Richard, dir herzlichen Dank für deine Zeit, für die 2 Stunden. Ich habe das ja aufgezeichnet. Wir werden das auf der Seite dann online stellen, die Aufzeichnung, werden euch darüber informieren, dass es halt eben online ist und werden da auch nochmal ein bisschen verlinken. Der Richard wird uns dann noch ein bisschen Material liefern mit tieferen Informationen und mehr Informationen und so weiter und so fort. Und auf der Leanbase gibt es 2 lange, aber sehr spannende Beiträge, die zu dem Thema geht einfach auf die Leanbase, googelt nach Richard Graf, also nicht googelt, sondern sucht nach Richard Graf und dann findet ihr die Links dazu. Ja, in diesem Sinne, Richard, nochmal herzlichen Dank. Gerne. Wie gesagt, der nächste ist am 22. April und am 30. April ist dann die Marie bei uns im Studio. Lean Summer Festival im Juni werden wir aktuell wahrscheinlich nicht machen. Ansonsten arbeiten wir weiter. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Der Helmut bringt jetzt der Sohnemann gleich ins Bett. Servus, Sohnemann. Hallo, Sohnemann. Euch vielen Dank. Bleibt gesund und passt auf euch. In diesem Sinne, Servus.